Stefan Zweig, die Liebe der Erika Ewald. Beschreibung. Die Liebe der Erika Ewald ist eine Erzählung des österreichischen Autors Stefan Zweig, erschienen 1904. Inhalt: Die Pianistin Erika Ewald verliebt sich während der Proben für ein gemeinsames Konzert in einen Geigenvirtuosen. Während ihre Liebe zunächst eher platonischer Natur ist, sie erfreut sich an gemeinsamen Gesprächen und Spaziergängen, wächst in ihm das Begehren für die junge Frau. Er gesteht ihr seine Gefühle, jedoch spürt sie, dass sie für diesen Schritt noch nicht bereit ist und flieht im letzten Moment. Es folgt eine unbestimmte Zeit des Wartens, in denen beide keinen Kontakt mehr haben. Indes beginnt Erika innerlich zu reifen und fühlt sich ebenfalls körperlich zu dem jungen Künstler hingezogen. Ihr ganzes Bestreben konzentriert sich jetzt auf ein Wiedersehen mit ihm, was ihr schließlich bei dem Besuch eines seiner Konzerte gelingt. Stefan Zweig, Die Liebe der Erika Ewald. Erzählung. Gesprochen von Karl-Heinz Gabor. Camille Hoffmann in Inniger Freundschaft. Aber das ist die Geschichte aller junger Mädchen, dieser sanften Dulderinnen. Sie sagen nie, dass sie leiden. Die Frauen sind zum Dulden geschaffen. Es ist gewiss so ihr Schicksal, sie erfahren es früh und sind darüber so wenig erstaunt, dass sie noch immer sagen, das Übel sei nicht da, wenn es längst gekommen. Barbé d'Aurevilly. Erika Ewald trat langsam ein mit dem vorsichtig leisen Gang einer zu spät kommenden. Der Vater und die Schwester saßen schon beim Abendessen. Beim Geräusch der Türe blickten sie auf, um der Eintretenden flüchtig zuzunicken. Dann klang nur noch wieder das Klingen der Teller und das Klappern der Messer durch den matt erhellten Raum. Gesprochen wurde selten, nur hier und da fiel ein Wort, und das flatterte wie ein aufgeworfenes Blatt haltlos in der Luft, um dann ermattet zu Boden zu sinken. Sie hatten sich alle wenig zu sagen. Die Schwester war unscheinbar und hässlich, eine jahrelange Erfahrung, stets überhört oder bespöttelt zu werden, hatte ihr jene altjüngferliche, stumpfe Resignation gegeben, die jeden Tag mit einem Lächeln scheiden sieht. Den Vater hatte eine langjährige, gleichfarbige Bürotätigkeit der Welt entfremdet, und insbesondere seit dem Tode seiner Frau umfing ihn jene harte Verstimmung und trotzige Schweigsamkeit, mit der alte Leute gerne ihre physischen Leiden verbergen. Auch Erika schwieg meistens an diesen eintönigen Abenden. Sie fühlte es, dass sich gegen die graue Stimmung, die sich wie dicke, drohende Wetterwolken über diese Stunden legte, nicht ankämpfen lasse. Und dann war sie zu müde dazu. Die quälende Tagesarbeit, die sie von Stunde zu Stunde hetzte und sie zwang, Disharmonien, tastende Akkorde, unmusikalische Brutalitäten mit rastloser Sanftmut zu ertragen, löste in ihr ein dumpfes Ruhebedürfnis aus, ein wortloses Verströmen aller Empfindungen, die die Gewalt des Tages überwuchert hatte. Sie liebte es, in diesen wachen Träumen sich selbst anzuvertrauen, weil ihr eine fast überreizte Schamhaftigkeit nie gestattete, anderen nur eine Andeutung ihrer seelischen Erlebnisse zu geben, ob auch ihre Seele unter dem Drucke ihrer unausgesprochenen Worte bebte, wie ein überreifer Obstbaumzweig unter der Last seiner Früchte schwankt. Und nur ein leichter, ganz unmerklich feiner Zug um die schmalen, blassen Lippen verriet, dass Kampf und Ringen in ihr war und eine unbändige Sehnsucht, die sich nicht von Worten tragen lassen wollte und nur manchmal ein wildes Beben um den festgeschlossenen Mund legte, wie von jähem Schluchzen. Das Abendessen war bald zu Ende. Der Vater erhob sich, sagte kurz einen Gute-Nacht-Gruß und ging in sein Zimmer, um sich die Pfeife anzuzünden. Das war so jeden Tag in diesem Hause, wo auch die gleichgültigste Tätigkeit zu starrer Gewohnheit versteinerte. Und auch Jeanette, ihre Schwester, holte sich wie immer ihr Nähzeug her und begann beim Lampenlicht, stark vorgebeugt wegen ihrer Kurzsichtigkeit, mechanisch zu sticken. Erika ging in ihr Zimmer und begann sich langsam zu entkleiden.
Es war diesmal noch sehr früh, sonst pflegte sie bis tief in die Nacht hinein zu lesen oder sie lehnte in einem süßen Gefühl am Fenster und blickte hoch von oben über die hellen, mondscheinbeleuchteten Dächer, die sich in lichter Silberflut badeten. Sie hatte da nie klare, zielstrebende Gedanken, nur das unbestimmte Gefühl, eine Liebe für das schimmernde, blitzende und doch so sanft verströmende des Mondlichts, das die Tausende von Scheiben blank spiegelte, hinter denen sich die Geheimnisse des Lebens bargen. Aber heute empfand sie eine sanfte Mattigkeit, eine selige Schwere, die sich sehnt, von milden, warm anschmiegenden Decken getragen zu werden. Eine Schläfrigkeit, die nichts anderes ist als Sehnsucht nach süßen, seligen Träumen, rann durch alle Glieder wie ein sacht erkaltendes, betäubendes Gift. Sie raffte sich auf, warf beinahe mit Hass die letzten Kleidungsstücke von sich, verlöschte die Kerze, einen Augenblick noch, und dann dehnte sie sich im Bette. Wie ein hurtiges Schattenspiel tanzten noch einmal die seligen Erinnerungen des Tages vorbei. Sie war heute bei ihm gewesen. Gemeinsam hatten sie wieder geprobt zu ihrem Konzert, wo ihr Spiel seine Geige begleiten sollte. Und dann spielte er ihr vor Chopin, die Ballade ohne Worte. Und dann die sanften, lieben Worte, die er ihr sagte, die vielen lieben Worte. Die Bilder eilten immer rascher vorbei. Sie führten sie wieder nach Hause zu sich selbst, um rasch wieder hinweg zu irren in die Vergangenheit, zu dem Tag, da sie ihn zuerst kennengelernt hatte. Und bald stürmten sie heraus über die Enge der Zeit und des Erlebens und wurden immer wilder und bunter. Noch hörte Erika, wie ihre Schwester nebenan zu Bette ging, und ein toller, merkwürdiger Gedanke kam ihr, ob er sie wohl auch zu sich gebeten hätte. Ein frohes, übermütiges Lächeln wollte sich nochmal auf ihre Lippen schleichen, aber sie war schon zu schlaftrunken, und einige Minuten später trug sie ein sicherer Schlaf zu seligen Träumen. Beim Erwachen fand sie eine Ansichtskarte auf dem Bette, nur ein paar Worte waren darauf mit fester, energischer Schrift hingeworfen, Worte, wie man sie auch an Fremde verschenkt. Aber Erika empfand sie als Gabe und Glück, weil er sie geschrieben hatte. Ihr war's gegeben, aus dem Geringfügigen und Unscheinbaren die Ahnungen der wirklichen Fülle sich zu erschließen. Und so sollte ihr diese Liebe nicht nur wie ein milder Glanz werden, der jedes Wesen umleuchtet und erhellt, sondern so tief sollte dieses verklärende Gefühl sich verlieren, dass es wie ein Schimmer wurde, der in innigem Durchglühen von innen emporzuwachsen schien, aus allem Leblosen und Unbeseelten. Schon von früher Jugend auf hatte das dunkle Gefühl ihres Ängstlichseins und ihrer zurückhaltenden Einsamkeit sie gelehrt, die Dinge nicht als kalt und leblos zu betrachten, sondern als verschwiegene Freunde, die Geheimnisse und Zärtlichkeiten dem anvertrauen, der auf sie hört. Bücher und Bilder, Landschaften und Musikstücke sprachen zu ihr, der das dichterische Vermögen des Kindes geblieben war, in bemalten Körpern, unbeseelten Dingen, froh bewegte, bunte Wirklichkeit zu sehen. Und das waren ihre einsamen Feste und Seligkeiten, ehe die Liebe zu ihr gekommen war. So wurden ihr auch die wenigen schwarzen Schriftzüge auf dem Blatte Ereignis. Sie las die Worte so, wie er sie zu sprechen pflegte, mit der weichen und musikalischen Betonung seiner Stimme. Sie suchte, in ihren Namen den heimlich süßen Reiz zu legen, den nur die Sprache der Zärtlichkeit geben kann. Und sie horchte in den wenigen Sätzen, die ihrer Angehörigen wegen in kühler, fast respektvoller Form gehalten waren, den verborgen klingenden Unterton der Liebe und buchstabierte sich so langsam und traumverloren durch die Zeilen, dass sie beinahe ihren Inhalt wieder vergessen hatte. Und er war nicht so unwichtig. Sie möchte ihm doch mitteilen, ob ihr geplanter Sonntagsausflug zustande käme. Und noch ein paar unwichtige Worte wegen ihres gemeinsamen Auftretens in einem längst besprochenen Konzert. Dann ein freundlicher Gruß und eine hastige Unterschrift. Aber sie las die Zeilen immer wieder und wieder,
weil sie in ihnen die starke und drängende Empfindung zu hören glaubte, die doch nur der Widerklang ihrer eigenen war. Es war noch nicht lange her, dass diese Liebe zu Erika Ewald gekommen war und den ersten Glanz in ihr blasses, gleichgültiges Mädchendasein getragen hatte. Und ihre Geschichte war still und alltäglich. In einer Gesellschaft hatten sie sich kennengelernt. Sie gab dort Klavierstunden, aber ihre diskrete und feine Art gewann ihr so sehr die Liebe des ganzen Hauses, dass sie nur mehr als Freundin betrachtet wurde. Und er war dort zu einer Veranstaltung geladen, sozusagen als Pièce de Résistance, denn sein Ruf als Geigenvirtuose war trotz seiner Jugend ein ganz ungewöhnlicher. Die Umstände erwiesen sich, selbst als bereitwillig, um ihre Verständigung zu unterstützen. Er wurde gebeten zu spielen und es ergab sich als fast selbstverständlich, dass sie die Begleitung übernehmen sollte. Und da wurde er zunächst auf sie aufmerksam, denn sie ging mit so viel Verständnis auf seine Intentionen ein, dass er sogleich die Feinheit und Innigkeit ihres Wesens ahnte. Und noch mitten im stürmischen Applaus, der ihrem Vortrag folgte, machte er ihr den Vorschlag, ein bisschen zusammen zu plaudern. Sie nickte leise, ganz unmerklich leise. Aber es kam nicht dazu, man gab sie beide nicht so rasch frei. Er konnte nur ab und zu mit einem verstohlenen Blicke ihre überschlanke, biegsame Gestalt messen und einen schüchtern, staunenden Gruß ihrer dunklen Augen auffangen. Ihre Worte gingen unter in Gewöhnlichkeiten und Höflichkeiten, mit denen man sie überhäufte. Dann kamen wieder neue Menschen und hunderterlei Ablenkungen anderer Art, dass sie beinahe an die Verabredung vergaß, aber als alles vorüber war und sie sich empfahl, stand er plötzlich neben ihr und fragte sie mit seiner sanften, zurückhaltenden Stimme, ob er sie nach Hause begleiten dürfe. Ein Augenblick war sie hilflos, dann lehnte sie mit so ungeschickten Worten seine Mühe ab, dass er seinen Willen schließlich leicht durchsetzen konnte. Sie wohnte ziemlich weit draußen in der Vorstadt, und es war ein langer Weg in der mondhellen, klaren Winternacht. Eine Zeit lang blieb ein Stillschweigen zwischen ihnen. Es war dies keine Unbehilflichkeit, sondern nur die unbestimmte Furcht, die feiner durchbildete Leute haben, eine Unterhaltung mit Banalitäten zu beginnen. Dann begann er zu sprechen, von dem Musikstück, das sie gemeinsam gespielt hatten, und von der Kunst überhaupt. Aber das war nur ein Anfang, nur ein Weg zu ihrer Seele, denn er wusste, dass alle, die in der Kunst ihre letzten Schätze so königlich verschwendeten, die ihr volles Gefühl in die musikalische Schönheit legten, im Leben ernst und verschlossen waren und sich nur dem Verstehenden offenbarten. Und sie gab ihm auch wirklich in ihren Ansichten über Schaffen und Reproduzieren viel von ihren geheimen, psychischen Erlebnissen, vieles, das sie noch keinem anvertraute und manches, das ihr selbst bisher noch nicht zum Bewusstsein gekommen war. Später konnte sie es selbst nicht begreifen, wieso sie ihre stete, fast ängstliche Zurückhaltung damals überwunden hatte. Später, als er ihr näher getreten war, ihr Freund und Vertrauter wurde, denn an jenem Abend erschien ihr ein Künstler, ein Schaffender, noch wie ein Gewaltiger, der nie in das Leben tritt, sondern in Fernen lebt, unnahbar und überragend, ein Verstehender und Gütiger, dem man nichts verschweigen darf. Bisher waren nur schlichte Leute in ihren Kreis getreten, Menschen, die sich zerlegen und berechnen ließen wie eine Schulaufgabe, vorurteilsvolle und konservative Ketzerrichter, denen sie sich fremd fühlte und die sie beinahe fürchtete. Und dann, es war eine stille und helle Nacht gewesen, und wenn man in solchen schweigenden Nächten zu zweit geht, von niemandem gehört und gestört, und sich die dunklen Schatten der Häuser über die Worte senken und die Stimmen ohne Nachhall in der Stille verwehen, da ist man so vertrauensvoll, als ob man zu sich selbst spräche. Da wachen Gedanken aus den Tiefen auf, die in der bunten Unrast des Tages ungehört untergehen und denen erst die Stille des Abends sanfte Schwingen gibt. Und die Gedanken werden zu Worten, fast ohne, dass man es will. Der lange Gang in der einsamen Winternacht hatte sie einander nahegebracht. Als sie sich zum Abschied die Hände reichten,
blieben ihre blassen, kühlen Finger lange hilflos in seiner starken Hand liegen, wie vergessen, und sie gingen wie alte Freunde voneinander. Sie begegneten sich noch oft in diesem Winter. Zuerst war es ein günstiger Zufall, der aber bald Verabredung wurde. Ihn reizte dieses interessante Mädchen mit allen ihren Eigenarten und Seltsamkeiten. Er bewunderte die vornehme Zurückhaltung ihrer Seele, die sich nur ihm offenbarte und sich zagend zu seinen Füßen warf wie ein erschrecktes Kind. Er liebte ihre tausendfachen Feinheiten, die schlichte Gewalt des Empfindens, die jeder Schönheit willenlos entgegenpulste und doch vor fremden Augen sich bergen wollte, um sich die reine Innigkeit des Genusses nicht zu stören. Aber diese zarten und innigen Empfindungen, die er so voll und hinreißend bei jemandem mitempfinden konnte, waren ihm selbst fremd. Schon von Jugend auf, noch ein halbes Kind, war er zu sehr von Frauen als Künstler verhätschelt und verführt worden, um in einer vergeistigten Liebe Befriedigung zu finden. Er empfand zu wenig feminin, zu wenig jünglinghaft, weil die ganze unverständige, wunschlose Süße der Gymnasiastenliebe sich nie in sein frühreifes Leben eingeschlichen hatte. Temperamentvoll und blasiert, zugleich liebte er mit jenem schroffen Begehren, das der letzten sinnlichen Erfüllung zustrebt, um dort zu verbluten, und erkannte sich selbst und verachtete sich wegen jeder Schwäche, die ihn überwältigte. Er empfand jede dieser raschen Befriedigungen mit Ekel, ohne sich wehren zu können, denn Leidenschaftlichkeit und Sinnlichkeit durchbebten sein Leben wie seine Kunst. Auch die Meisterschaft seines Spieles wurzelte in dieser festen, temperamentvollen Männlichkeit. Die letzten verhauchenen Nuancen, die wie leise Atemzüge einer schlummernden Melancholie sind, mussten seiner energischen und doch zigeunerhaft süßen Bogenführung entgehen. Eine leise Furcht stand immer versteckt hinter der packenden Gewalt, mit der er zu überwältigen wusste. Und so furchtsam und ergeben war auch ihre Liebe zu ihm, sie liebte in seiner Person alle ihre Traumgestalten, die in den langen Jahren des Alleinseins eine gewisse Wirklichkeit gewonnen hatten. Sie verehrte den Künstler, der sich in seinem Wesen verkörperte, weil sie den mädchenhaften Glauben hatte, dass ein Künstler auch in seiner Lebensführung die priesterliche Würde verwirklichen müsse. Manchmal sah sie ihn mit einem fremden und unsinnlichen Blick an wie ein seltsames Bild, in dem man vertraute Züge empfinden will, und ihr Anvertrauen war wie zu einem Beichtiger. Sie dachte nicht an das Leben, weil sie es nie gekannt hatte, sondern es erlebt hatte wie einen haltlosen Traum. Darum fehlte ihr auch jede Angst und jedes Bangen vor der Zukunft. Sie glaubte an ein sanftes und seliges Weiterklingen dieser unsinnlichen, verehrenden Liebe, die sie zuversichtlich machte mit ihrer künstlerischen Schönheit und innigen Reinheit. Manchmal überraschte sie sich dabei, dass sie gar nicht das Bedürfnis hatte zu sprechen, wenn sie bei ihm war. Er spielte oder schwieg, und sie saß und träumte und fühlte nur, wie ihre Träume immer heller und lichter wurden, wenn er sprach oder sie anblickte. Das war alles verklungen, kein irrer Lärmdrang mehr vom Tage herüber, nur Stille, Schweigen und silberne Feiertagsglocken tief im Herzen. Und ein sehnsüchtiges Zärtlichkeitsbedürfnis, ein Erwarten von lieben und leisen Worten, die sie doch eigentlich fürchtete, bebte dann in ihr. Sie ahnte, wie sie ganz in seinem Banne stand, wie er sie mit seiner Kunst beherrschen konnte, Schmerzen und Jubel geben mit seinen lockenden Tönen. Sie fühlte sich wehrlos in seinem Spiel und so unsäglich arm, weil sie nichts geben konnte, und nur empfing mit offenen, zitternden Händen bei ihm bettelte. Es war eine unabänderliche Gewohnheit geworden, dass sie mehrmals in der Woche zu ihm kam. Zuerst waren es Proben zu einem gemeinsamen Konzert, aber bald konnten sie die wenigen Stunden gar nicht mehr entbehren. Sie ahnte gar nicht die Gefahr, die in der wachsenden Intimität ihrer Freundschaft lag, sondern ließ die letzte Zurückhaltung ihrer Seele vor ihm fallen und offenbarte ihm ihre verborgensten Geheimnisse als ihrem einzigen Freunde. Sie merkte es oft gar nicht in ihrem heißen, fast visionären Erzählen, wie er ihre Hände in wachsender Erregung umspannte und manchmal die Lippen brennend zu ihren Fingern herabsenkte, während er ihr zu Füßen lag und zuhörte.
Und sie erkannte auch nicht, wie er manchmal in den drängendsten und verlangendsten Tönen seiner Geige nur zu ihr sprach, weil sie in der Musik immer sich selbst suchte und ihre Träume. Ein Verstehen und eine Erlösung war ihr diese Zeit für das Viele, das sie bisher nicht laut zu sagen wagte, und noch nicht mehr. Sie wusste nur, dass eine solche stille Stunde viel Glanz hineinbrachte in ihren öden, arbeitsvollen Tag und einen lichten Schein in ihre Nächte. Und mehr wollte sie nicht als still sein und selig sein. Sie verlangte nur einen reichen Frieden, in den sie flüchten konnte, wie zu einem Altar. Aber sie hütete sich wohl, ihr Glück offen zu zeigen. Ihre Lippen bargen oft ein Lächeln reinster Seligkeit mit so herb geschlossener Gewalt vor den Leuten, vor ihrer Familie, als sei es ein aufquellendes Weinen. Denn sie wollte ihre Erlebnisse bewahren, vor fremden Blicken wie ein Kunstwerk mit hunderterlei flüchtigen Zusammenhängen, das in plumpen Fingern mit einem bangen Aufschrei zerbricht. Und sie baute kühle und abgenutzte Alltagsworte um ihr Glück und um ihr Leben, so dass es durch viele Hände gehen konnte, ohne verkannt zu werden und in wertlose Scherben zu zerbrechen. Am Samstagabend vor dem Ausfluge besuchte sie ihn wieder. Als sie anklopfte, fühlte sie wieder jene merkwürdige Bangigkeit, wie immer, wenn sie zu ihm ging, und die sich immer mehr steigerte, bis er selbst mit ihr war. Aber sie musste nicht lange warten, er öffnete rasch, geleitete sie in sein Studienzimmer, nahm ihr mit vorsichtiger Galanterie die Frühlingsjacke ab und streifte respektvoll mit den Lippen ihre schöne, fein geäderte Hand. Und dann setzten sie sich zusammen auf ein kleines, dunkles Samtsofa, das bei seinem Schreibtisch stand. Es war schon düster im Zimmer. Draußen am Himmel verfolgten sich graue Wolken hastig im Abendwind und ihre Schatten trübten unruhig das matte Dämmerlicht. Er fragte, ob er anzünden solle, sie verneinte. Das matte, süße Licht, das nicht mehr erkennen und nur ahnen lässt, war ihr so lieb mit seiner sanften Melancholie. Sie saß ganz still, man konnte noch die geschmackvolle Einrichtung des Zimmers deutlich wahrnehmen, den prächtigen Schreibtisch mit einer Bronzestatue, rechts einen geschnitzten Geigenständer, dessen Silhouette sich scharf von dem grauen Stück Himmel abhob, das durch die Scheiben gleichgültig hereinblickte. Irgendwo tickte eine Uhr mit schwerem, abgemessenem Schlag, als sei es der harte Schritt der mitleidlosen Zeit. Sonst war es still. Nur ein paar bläuliche Rauchstreifen von seiner vergessenen Zigarette stiegen ebenmäßig in das Dunkel. Und durch das geöffnete Fenster kam ein lauer Frühlingswind zu ihnen herein. Sie plauderten. Zuerst war es ein Lächeln und Erzählen, aber ihre Worte wurden immer schwerer im drohenden Dunkel. Er sprach von einer neuen Komposition, einem Liebeslied, das sich an ein paar schlichte, wehmütige Volksliedstrophen anschmiegte, die er einmal in einem Dorfe gehört hatte. Ein paar Mädchen waren es gewesen, die von der Arbeit kamen, ihre Stimmen klangen weit von Ferne, dass er die Worte nicht mehr verstand und nur die leise, schwer atmende Sehnsucht der Weise hörte. Und gestern war die Melodie wieder in ihm erwacht, spät am Abend, und war ihm ein Lied geworden. Sie sagte nichts, sondern sah ihn nur an, und er verstand ihre Bitte. Schweigend trat er zum Fenster hin und nahm seine Geige. Ganz leise begann sein Lied. Hinter ihm ward es langsam wieder hell, die Abendwolken waren in Brand geraten und glühten in purpurnem Glanz, das Zimmer begann wieder zu leuchten von dem hellen Schein, der allmählich düsterer und gesättigter wurde. Er spielte das einsame Lied mit wundervoller Gewalt, er verlor sich selbst in seinen Tönen, und er verlor sein Lied und behielt nur die unendlich sehnsüchtige fremde Volksmelodie, die in allen seinen Variationen immer wieder dasselbe stammelte, weinte und jauchzte. Er dachte an nichts mehr, seine Gedanken waren fern und verwirrt, nur das strömende Gefühl seiner Seele formte mehr die Töne und gab sich ihnen zu zeigen. Das enge, dunkle Zimmer überflutete von Schönheit, die roten Wolken waren schon schwere, schwarze Schatten geworden, und er spielte noch immer. Längst hatte er schon vergessen, dass er dieses Lied nur ihr als Huldigung spielte, seine ganze Leidenschaft, die Liebe zu allen Frauen der Welt, zum Inbegriff des Schönen, wachte in den Saiten auf, die in seliger Inbrunst erschauerten.
Immer wieder fand er eine neue Steigerung und eine wildere Gewalt, aber nie die verklärende Erfüllung. Es blieb auch im rasendsten Aufschwung immer nur Sehnsucht, stöhnende und jauchzende Sehnsucht. Und er spielte immer weiter, wie einem bestimmten Akkord zu, einer abschließenden Auflösung entgegen, die er nicht finden konnte. Plötzlich brach er jählings ab. Erika war mit einem dumpfen, hysterischen Schluchzen auf dem Sofa zusammengebrochen, von dem sie sich in ihrer Ekstase erhoben hatte, wie angelockt von den Tönen, ihre schwachen, reizbaren Nerven unterlagen stets dem Zauber einer Gefühlsmusik. Sie konnte weinen bei wehmütigen Melodien, und dieses Lied mit seiner drängenden, aufpeitschenden Erwartung hatte in ihr alle Gefühle erregt, ihre Nerven in eine furchtbare, atemlose Spannung versetzt. Wie einen Schmerz empfand sie die Wucht dieser niedergehaltenen Sehnsucht. Sie hatte ein Gefühl, als ob sie aufschreien müsste unter dieser engenden Qual, aber sie vermochte es nicht. Nur in einem jähen Weinkrampfe löste sich ihre gesteigerte physische Erregung. Er kniete bei ihr nieder und suchte sie zu beruhigen. Er küsste ihr leise die Hand, aber sie bebte noch immer, und manchmal lief ein Zucken über ihre Finger, wie von einem elektrischen Schlage. Er sprach ihr freundlich zu, sie hörte nicht. Da wurde er immer inniger und küsste mit heißen Worten ihre Finger, ihre Hand und küsste ihren bebenden Mund, der unbewusst unter seinen Lippen erschauerte. Seine Küsse wurden immer drängender, dazwischen stieß er zärtliche Liebesworte hervor und umfasste sie immer stürmischer und verlangender. Mit einem Male fuhr sie aus ihrem Halbtraume und stieß ihn beinahe mit Heftigkeit zurück. Er stand erschrocken und unsicher auf. Einen Augenblick blieb sie noch stumm, wie um sich an alles zu besinnen. Dann stammelte sie mit unruhigem Blick und gebrochener Stimme, er möge ihr verzeihen. Sie habe öfters so nervöse Anfälle und die Musik habe sie erregt. Einen Augenblick blieb ein peinliches Schweigen. Er wagte nichts zu antworten, weil er fürchtete, eine niedrige Rolle gespielt zu haben. Sie fügte noch hinzu, sie müsse jetzt gehen. Es sei schon höchste Zeit, man würde sie zu Hause schon längst erwarten. Und zugleich nahm sie ihre Jacke, ihre Stimme schien ihm kühl und fast frostig. Er wollte etwas sprechen, aber es kam ihm alles so lächerlich vor nach den Worten, die er ihr noch eben in seiner leidenschaftlichen Trunkenheit gesagt hatte. Stumm und respektvoll geleitete er sie zur Tür. Erst wie er ihre Hand zum Abschied küsste, fragte er zögernd. »Und morgen?« »Wie wir verabredet haben, ich denke doch.« »Selbstverständlich.« Er war freudig berührt, dass sie über sein Benehmen ohne ein Wort hinwegging, und bewunderte ihre feine Zurückhaltung, die ihm vergab, ohne es merken zu lassen. Ein flüchtiges Abschiedswort, sagten sie sich noch, dann fiel die Tür dumpf ins Schloss. Der Sonntagmorgen war ein wenig trübe und melancholisch gewesen, ein schwerer Frühnebel legte sein dichtmaschiges graues Netz über die Stadt und ließ wie durch feine Ritzen ein leises Regenstieben auf die Straße niederzittern. Aber bald begann es in dem dunklen Netz zu funkeln, als ob sich eine schwere goldene Königskrone darin gefangen hätte, die immer schimmernder und heller wurde, und schließlich zerriss das trübe Gewebe unter der lichten Last, und eine frische Frühlingssonne leuchtete herab und spiegelte tausendfältig ihr junges Antlitz in den blanken Scheiben und nassen Dächern, in den glitzernden Wassertümpeln, den sanfter glühenden Kirchturmkuppeln und in den heiteren Blicken der auslugenden Leute. Nachmittags war schon helles Sonntagstreiben in den Straßen. Die vorüberrasselnden Wagen klapperten eine frohe Melodie, aber die Spatzen wollten noch lauter sein und schrien um die Wette von den Telegraphendrähten herab, und dazwischen schrillten die Signale der Straßenbahn in hellem Durcheinander. Eine breite Menschenflut drängte sich auf den Hauptstraßen gegen die Peripherie zu wie ein dunkles Meer, aber ein lichtes, schimmerndes Blitzen war darin von weißen Frühlingskleidern und hellen Farben, die sich zum ersten Male wieder ins Freie wagten. Und über dem allen lag Sonne. Eine warme, lichtflutende Frühlingssonne mit einem blinkenden Leuchten. Erika freute sich im Dahinschreiten, wie leicht und beseligt sie an seinem Arm ging. Am liebsten hätte sie getanzt oder getollt wie ein Kind,
und ganz kindlich und mädchenhaft war sie in ihrem einfachen glatten Kleide und dem aufgesteckten Haar, das sonst tief und schwer wie eine wetterschwere Wolke über der Stirn drohte. Und ihr Übermut war so überquellend und echt, dass er auch seinen Ernst bald ins Wanken brachte. Sie hatten ihren ursprünglichen Beschluss, in den Prater zu gehen, bald aufgegeben, denn sie fürchteten den grellen, stimmenlauten Sonntagstrubel, der in die feierliche Stille des prächtigen Parkes bricht. Ihr Prater, das waren die breiten, wohlgepflegten Alleen mit den uralten Kastanienbäumen, die weiten, schweifenden Auen, die in dunklen Waldungen enden und die hellen Wiesen, die sich in sattem Glanz sonnen und nichts mehr von der Millionenstadt wissen, die in unmittelbarer Nähe atmet und stöhnt. Aber am Feiertag verliert sich dieser Zauber und verbirgt sich vor den überströmenden Scharen. Er schlug vor, gegen Döbling zu gehen, aber weit hinter den eigentlich netten Ort mit seinen freundlichen weißen Häuschen, die so kokett aus der dunklen Umhüllung schmucker Gärten herausblitzten. Er wusste dort ein paar stille und stimmungsvolle Wege, die durch schmale Akazienblütenbeschneite Alleen sanft in die weiten Felder hinüberfuhren. Und die gingen sie auch heute. Sie kamen in den stillen Ort mit seinem fast ländlichen Sonntagsfrieden, der sie auf ihrem ganzen Spaziergange wie ein milder, unfassbarer Duft begleitete. Manchmal sahen sie sich an und fühlten, wie reich ihr Schweigen war, wie es die ganze selige Empfindung des vollströmenden Frühlings trug und mehrte. Die Felder waren noch niedrig und grün, aber der segensschwere Duft der warmen, spendenden Erde kam zu ihnen wie ein verheißungsvoller Gruß. Ferne lag der Kahlenberg und der Leopoldsberg mit seinem uralten Kirchlein, von dem die Wand steil abfiel, bis zur Donau hinab. Und dazwischen viel reiches Land, meist noch braun und unbestellt und vollgewärtiger Saat. Aber dazwischen schon viereckige Flächen mit gelber werdender Frucht, die sich eckig und unvermittelt vom dunklen Erdreich abhoben, wie abgerissene und zerschlissene Fetzen auf dem gebräunten, kraftvollen Körper eines arbeitsharten Werkmannes. Und wie ein blauer Bogen darüber ein heiterer Frühlingshimmel gespannt, in den die flinken Schwalben mit zwitscherndem Jubel hineinsegelten. Als sie durch eine alte, breite Akazienallee kamen, erzählte er ihr, dass dies Beethovens Lieblingsgang gewesen sei, auf dem er im Spazierengehen viele seiner tiefsten Schöpfungen zuerst empfunden habe. Der Name stimmte sie beide ernst und feierlich. Sie dachten an seine Musik, die ihnen ihr Leben in vielen begnadeten Stunden reicher und inniger gemacht hatte. Alles schien ihnen bedeutender und größer, da sie an ihn dachten. Sie empfanden die Majestät der Landschaft, deren fröhliche Heiterkeit sie nur vorher geschaut, und der schwere, satte Duft der sonneglühenden, fruchtschwellenden Erde gab ihnen das geheimnisvolle Symbol des Frühlings. Ihr Weg ging weiter durch die Felder, Erika ließ im Vorübergehen das unreife Korn durch ihre Finger rauschen, aber sie fühlte es gar nicht, wenn ab und zu ein Halm unter ihrer Hand zerknickte. Das Schweigen zwischen ihnen gab ihr seltsame und tiefe Gedanken, in die sie sich träumend verlor. Es waren milde und heimliche Liebesgefühle in ihr erwacht, aber sie dachte nicht an ihn, der ihr zur Seite ging, sondern an alles, das um sie war und lebte, an das Korn, das sich leise im Winde wiegte, und an die Menschen, denen es Arbeit und Glück schenkte. Sie dachte an die Schwalben, die sich am Himmel hoch verfolgten, und an die Stadt, die fern unten in einer grauen Dunstkapuze eingehüllt herüberschaute. Sie fühlte wieder die allumfassende Gewalt des Frühlings in sich, wie ein Kind, das mit frohen Sprüngen zum ersten Male jubelnd in das mildströmende Sonnenlicht hinausstürmt. Sie gingen lange in den Wiesen und Feldern. Inzwischen neigte sich der Nachmittag seinem Ende zu. Es war noch nicht Abend, aber das scharfe Licht ging allmählich in eine weiche, verhauchende Mattigkeit über, die sein Nahen verkündigte, und in der Luft zitterte ein leiser, blassroser Ton. Erika war ein wenig müde geworden, und um zu rasten und ein wenig auch aus Neugier, gingen sie in ein kleines Wirtshaus am Wege, aus dem ihnen fröhliche Stimmen in buntem Durcheinander entgegenklangen. Im Garten setzten sie sich nieder, an den Nachbartischen saßen Familien aus der Vorstadt, bessere Leute mit gemütlichen Mienen und lauten, ungezwungenen Stimmen, die den Sonntag nach Wiener Art mit einem Ausflug feierten.
Rückwärts in einer Laube waren ein paar Musikanten, 3 oder 4 Leute, die am Wochentag in der Stadt bettelnd herumzogen und nur des Sonntags ein Dach über sich hatten. Aber sie spielten die alten, abgeleierten Volksweisen recht gut, und wenn sie einen besonders flotten und populären Schlager begannen, so fielen bald alle Stimmen ein und sangen die Melodie aus voller Kehle mit. Auch die Frauen stimmten ein, niemand genierte sich, alles war hier Gemütlichkeit und behäbige Zufriedenheit. Erika lächelte ihm über den Tisch zu, aber ganz verstohlen, dass sich niemand beleidigt fühlte. Ihr gefielen diese schlichten, unkomplizierten Leute mit den einfachen Empfindungen und Trieben, die sich nicht verbergen konnten. Und ihr gefiel die behaglich ländliche Stimmung, die kein fremder Einschlag trübte. Der Wirt, ein breiter, gutmütiger Mann, kam mit jovialem Lächeln zum Tisch her. Er hatte in seinem Gast einen vornehmeren Mann bemerkt, den er selbst bedienen wolle. Er fragte, ob er ihm Wein bringen dürfe, und als das bejaht wurde, erkundigte er sich, ob das Fräulein Braut auch etwas wünsche. Erika wurde blutrot und wusste, ihm im ersten Augenblick nicht zu antworten. Dann nickte sie nur verwirrt mit dem Kopf. Ihr Bräutigam saß gegenüber, und obwohl sie ihn nicht ansah, fühlte sie seinen lächelnden Blick, der sich an ihrer Verwirrung weidete. Sie schämte sich eigentlich, wie ungeschickt sie sich benahm, einer naturgemäßen Verwechslung halber. Aber sie wurde das peinliche Gefühl nicht mehr los, und mit einem Male war ihr die Stimmung verdorben. Jetzt fühlte sie erst, wie abgehackt und maschinenmäßig die Leute ihre Lieder abdudelten. Jetzt hörte sie das hässliche Brüllen und Poltern der Bierbässe, die in toller Freude mitjohlten. Am liebsten wäre sie weggegangen. Aber da begann der Geiger ein paar seltsame Takte. Mit weichen, süßen Strichen spielte er einen alten Walzer von Johann Strauss, und die anderen stimmten schmiegsam in die weiche, liebe Melodie ein. Erika fühlte wieder erstaunt, was für zwingende Macht die Musik über ihre Seele habe. Denn mit einem Male war eine Leichtigkeit in ihr und ein Wiegen und Schweben, und die Süßigkeit der Melodie ließ sie fremde Versworte mitsingen, ganz leise mitsummen, ohne dass sie es recht wusste. Sie spürte nur, dass wieder alles gut und froh sei, und das Blühen des Frühlings fühlte sie wieder und ihr eigenes tanzendes Herz. Als der Walzer zu Ende war, stand er auf und ging. Sie folgte ihm gern, denn sie verstand sofort seine Absicht, sich die packende Gewalt der Melodie und ihre sonnige Innigkeit nicht durch einen öden Gassenhauer zerstören zu lassen, und sie gingen den schönen Weg gegen die Stadt zu wieder zurück. Die Sonne war schon gesunken, nur hinter den Kanten der Berge durch die goldumglühten Bäume sickerten feine Lichtbäche von seltsam rosiger Färbung hinab ins Tal. Es war ein wundersamer Anblick, ein rötliches Leuchten stand am Himmel wie von einem fernen Brande, und tief unten über der Stadt wölbte sich der Dunst in der intensiven Strahlenfärbung wie ein purpurner Ball, und alle Geräusche verklangen im Abend in sanfter Harmonie, der ferne Gesang von heimkehrenden Ausflüglern, begleitet von einer Harmonika, das immer lauter werdende helle Gezirp der Grillen und das unbestimmte Sausen und Rauschen und Raunen, das in allen Blättern lebte, in allen Ästen wisperte und selbst in der Luft zu surren schien. Plötzlich, ganz unvermittelt, fielen ein paar Worte von ihm in ihr feierliches, fast andächtiges Schweigen hinein. »Erika, das war doch komisch, wie sie der Wirt meine Braut nannte.« Und dann ein Lachen, ein mühseliges, gezwungenes Lachen. Erika fuhr aus ihrer Träumerei. Was wollte er damit sagen? Sie fühlte, dass er ein Gespräch beginnen, erzwingen wollte. Sie hatte Furcht, eine dumme, sinnlose, dunkle Angst. Sie gab keine Antwort. »Nicht? Das war doch komisch. Und wie sie rot geworden sind.« Sie sah hinüber, um seinen Gesichtsausdruck zu betrachten. Wollte er sie verspotten? Nein, er war ganz ernst und sah sie gar nicht an. Er hatte es absichtslos gesagt, aber er wollte eine Antwort haben. Jetzt fühlte sie erst, wie gezwungen er das gesagt hatte, wie um einen Anfang zu machen. Es war ihr so bange und sie wusste nicht warum, aber etwas musste sie sagen, er wartete ja darauf. Mir war es weniger komisch als peinlich. »Ich bin nun einmal so, dass ich Scherze nicht recht verstehen kann.« Sie sagte es hart und abschließend fast wie gereizt.
Dann stellte sich wieder ein Schweigen zwischen beide, aber es war keine selige Stille vereinten Genießens mehr wie früher, kein sympathisches Ahnen und Erfassen der ungeborenen Empfindung, sondern ein schweres und dunkles Schweigen, das ein Verschweigen war von irgendetwas Drohendem und Drängendem, und sie hatte plötzlich Angst vor ihrer Liebe, dass sie auch so schmerzhaft und verzehrend werden sollte, wie jedes Glück, das ihr begegnet war, wie die wehmütigen und leisen Bücher, über denen sie weinte und die doch ihr Liebstes waren, und wie die brennenden Wellen der Tonfluten in Tristan und Isolde, die ihr höchste Seligkeit bedeuteten, und sie doch quälten wie ein Schmerz. Das Schweigen drückte sie immer mehr und mehr und wurde wie ein dunkler, schwerer Nebel, der sich schmerzhaft auf ihre Augen legte. Allmählich befreite sie sich erst aus ihrer Bangigkeit. Sie wollte ein Ende machen, ihn klar und offen fragen. »Mir ist so, als wollten Sie mir etwas verschweigen. Was ist Ihnen?« Ein Moment blieb er ruhig. Dann sah er sie mit dunklen, unbeweglichen Augensternen. Er überlegte und sah sie nochmals an, tiefer und sicherer, und seine Stimme klang seltsam voll und melodisch. »Ich habe es lange nicht gewusst. Seit kurzem weiß ich es erst. Ich sehne mich nach Ihnen.« Erika erbebte. Sie hatte die Augen zu Boden gerichtet, aber sie spürte, dass er sie ansah, tief, fragend, durchdringend. Sie dachte nun an das letzte Mal, wie sie bei ihm war und er sie geküsst hatte. Sie hatte ihm damals nichts gesagt, aber ihr Herz war ungestüm erwacht. Sie wusste nicht, ob in Zorn oder Scham, und das Bangen hatte sie erfasst, das sie sonst spürte, wenn er so glühende und leidenschaftliche Lieder spielte, jenes selige Grauen mit Abgründen und Seligkeiten ohne Ende. Was sollte jetzt kommen? »Oh Gott, oh Gott!« Sie fühlte, dass er weitersprechen würde und sehnte sich danach und fürchtete sich doch. Sie wollte es nicht hören. Sie wollte die Felder sehen, ja, den Abend, den herrlichen Abend, nur nichts hören, nichts hören, nur die Stadt ansehen mit ihrem dunklen Nebel, die Stadt und die Felder und die Wolken da oben, die Wolken, wie sie rasch am Himmel segelten. Ganz wenige waren noch oben, 5 Wolken, nein, nur 4 waren es, 4. Aber da begann er zu sprechen. »Ich habe lange Angst gehabt vor meiner Leidenschaft, Erika. Ich habe immer geahnt, dass sie kommen werde, und habe es nie glauben wollen. Nun ist sie da. Ich weiß es, seitdem sie das letzte Mal bei mir waren. Seit gestern.« Ein Moment schwieg er und holte Atem aus tiefer Brust. »Und das macht mich traurig, unendlich traurig. Ich weiß, dass ich sie nicht heiraten kann. Ich weiß, es würde mich meine Kunst kosten. Das kann kein Fremder verstehen. Sie werden es verstehen, meine liebe, liebe Erika. Nur ein Künstler kann das verstehen. Und Sie haben eine reiche, unendlich reiche Künstlerseele. Und Sie sind auch klug. Wir können nicht mehr weiter so zusammen verkehren. Es muss ein Ende gemacht werden.« Er hielt inne. Erika fühlte, dass er noch nicht zu Ende war. Am liebsten wäre sie vor ihm bettelnd hingesunken und hätte ihn gebeten, jetzt nicht weiterzusprechen. Sie wollte jetzt nichts hören, nichts verstehen. Nein, sie wollte nicht, und angstvoll begann sie wieder, die Wolken zu zählen. Aber die waren schon weg. Nein, dort war noch eine, die letzte, rosig überhaucht, wie ein stolzer Schwan, der den dunklen Strom hinabsegelt. Wieso fiel ihr das Bild ein? Sie wusste es nicht. Ihre Gedanken wurden immer wirrer. Sie fühlte nur, dass sie bloß an die Wolke denken wollte. Die zog jetzt fort, ja, sie zog fort über den Berg hin. Sie spürte, wie ihr ganzes Herz an ihr hing, wie sie sie am liebsten mit ausgestreckten Händen gehalten hätte. Aber sie ging, sie lief schneller, immer schneller, und jetzt war sie verschwunden. Und Erika hörte nun wieder klar und unabänderlich seine Worte, unter denen ihr Herz in blinder Angst erbebte. »Ich weiß nicht, ob du mich so kennst. Ich glaube nicht, ich meine immer, dass du mich überschätzt. Ich bin kein großer Mensch. Ich bin keiner von denen, die über dem Leben stehen, in ihrer sicheren Selbstgenügsamkeit.
Ich wollte, ich wäre so, aber ich bin es nicht. Ich klebe am Leben. Ich bin nicht eben viel mehr als einer, der das begehrt, was er liebt. Ich bin nur so, wie alle Männer sind. Ich verehre nicht nur die Frau, wenn ich sie liebe, ich verlange sie auch. Und mit Fremden will ich dich nicht betrügen. Ich will nicht, dass du mich verachtest. Du bist mir zu lieb dazu. Erika war blass geworden. Nun erst verstand sie, was er meinte, und sie wunderte sich, dass sie nicht früher daran gedacht. Mit einem Male war sie wieder ruhig geworden. Es war alles gekommen, wie es kommen musste. Sie wollte ablehnend sprechen, aber sie vermochte es nicht. Das sanfte Du seiner Rede hatte sie eigentlich überwältigt mit seiner liebevollen Innigkeit. Sie verspürte wieder, wie sie ihn liebte. Das Bewusstsein kam ihr plötzlich wie ein vergessenes Wort, das wiederkehrt, und sie fühlte auch, wie schwer sie ihn verlieren könnte, wie viel geheime Kräfte sie mit ihm verbanden, wie ein Traum war ihr alles. Er sprach weiter, und seine Stimme wurde mild wie eine Liebkosung. Sie fühlte seine Hand in ihren zärtlichen Fingern. »Ich weiß nicht, ob du mich geliebt hast, ob du mich so geliebt hast, wie ich dich jetzt, mit der letzten Hingabe und mit dem grenzenlosen Vergessen an alle Kleinigkeiten, mit jener heiligsten Liebe, die nur schenken und nichts verweigern kann. Und ich glaube nur an die Liebe, die Opfer bringt, um ihrer selbst willen. Aber nun ist alles zu Ende, und ich habe dich darum nicht minder lieb.« Erika war wie von einem Rausch befangen, ein sanfter Schauer überlief sie. Sie wusste nur, dass sie ihn verlieren sollte und nicht konnte, und dass sie hoch über dem Leben stand. Alles war so fern, so weit. Abendstille lag über den Tälern und sanfte Feierlichkeit. Die Stadt war fern und ihr Gebrause und alles, was an Wirklichkeit erinnerte. Sie fühlte sich in sonnigen Höhen weit, weit oben über alle Hässlichkeit und Kleinlichkeit mit ihrer opferfreudigen, freien und spendenden Liebe, mit ihrer seligen Macht des Glückverschenkens. Keine Gedanken, kein kluges, rechnendes Besinnen war mehr in ihr, nur Gefühle, jauchzende, überströmende Gefühle, wie sie sie nie gespürt. Die Stimmung überwältigte sie und ihr eigenstes Wollen, und so sagte sie leise und schlicht: »Ich habe niemanden auf der Welt als dich, und dich will ich glücklich machen.« Alle Scham war von ihr gewichen, wie sie zu ihm sprach. Sie wusste nur, dass sie mit einem Worte viel, viel Glück verschenken konnte, und sah nur seine leuchtenden Augen und ihren dankbaren Glanz. Und er beugte sich nieder und küsste mit stiller Ehrfurcht ihren Mund. »Ich habe nie an dir gezweifelt.« Und dann ging sie den Weg hinab der Stadt nach Hause zu. Langsam kam sie wieder in die dunkle, tagesmüde Stadt. Und es war Erika, als stiege sie von den leuchtenden Firnen eines seligen Traumes ins harte, kalte, unerbittliche Leben nieder. Mit fremden, ängstlichen Blicken trat sie in die nebelfeuchten Vorstadtgassen, die vom hässlichen und aufdringlichen Lärm und Dunst erfüllt waren, und ein Gefühl schmerzhafter Öde senkte sich auf sie herab. Sie fühlte sich bedrückt von den rauchigen Häusern, die sich dunkel über ihr zueinander drängten, ein finsteres Symbol des Alltagslebens, das sich mit rücksichtsloser, drohender Gewalt in ihr Schicksal presste, um es zu zermalmen. Sie erschrak beinahe, als er sie plötzlich mit einem Liebeswort ansprach, und sie erstaunte, dass sie die zärtlichen Minuten und ihr Versprechen beinahe vergessen hatte. Wie fremd ihr alles hier plötzlich geworden war, in dieser dumpfen, beengenden Umgebung, was ihr früher die jähe Impulsivkraft einer Rauschstimmung entlockt hatte. Sie sah ihn an, ganz vorsichtig, von der einen Seite. Seine Stirn war kraftvoll gefaltet, und um den Mund lag die Ruhe eines Selbstsicheren. Alles war unbeugsame und selbstgefällige Männlichkeit in seinem Gesichtsausdruck, nirgends die sanfte Melancholie, die sonst seine Kräfte in eine schöne Harmonie bannte, nur triumphierende Härte, die vielleicht eine lauernde Sinnlichkeit war. Langsam wandte Erika den Blick. Noch nie war er ihr so fremd und so ferne gewesen wie in diesem Augenblick. Und plötzlich hatte sie Angst. Tolle, unbändige Angst. Mit einem Male wachten tausend erschreckte Stimmen in ihr auf, die warnten und lärmten und sich selbst überschrien. Was sollte jetzt kommen?
Sie fühlte es nur dunkel, denn sie wagte es nicht auszudenken. Alles empörte sich in ihr gegen das Versprechen, das ihr eine Minute der Schwäche entrissen hatte, und ihre heiße Scham brannte wie eine Wunde. Sie war nie sinnlich gewesen, das spürte sie. Nun in allen Tiefen ihres Herzens, sie hatte kein Begehren nach einem Manne, nur Abscheu vor der brutalen, zwingenden Macht. Nur Ekel empfand sie in diesem Augenblick, und alles verfinsterte sich vor ihren Blicken und bekam eine hässliche und niedrige Bedeutung. Der leise Armdruck, den sie fühlte, die Liebespaare, die im Nebel auftauchten und sich wieder verloren, jeder zufällige Blick, der sie im Vorübergehen traf, deutlich und zornig klopfte ihr Blut an den schmerzenden Schläfen. Mit einem Male ward ihr die tiefe Schmerzlichkeit ihrer Liebe bewusst, die unter den Enttäuschungen bebte wie unter züchtigenden Schlägen. Was immer geschehen war, musste wieder Erlebnis werden. Die Sinnlichkeit des Mannes mordete die sanfte Liebe des Mädchens und ihre heiligsten Schauer. Das Glück, das wie schimmernde Abendwolken über dem Dunkel gehangen, war nun zerbrochen, und die Nacht begann aufzusteigen, schwarz und schwer, mit drohender, leidvoller Stille und unbarmherzigen Schweigen. Ihre Füße wollten kaum weiter. Sie merkte, dass er den Weg gegen seine Wohnung nahm, und dieses Bewusstsein betäubte sie. Sie wollte ihm alles sagen, wie ihre Liebe ganz anders sei als die seine, wie sie nur das Versprechen gegeben im Banne einer Stimmung, der ihr nervöses Empfinden unterlegen, und wie sich das alles in ihr aufbäumte gegen diese vorbesprochene Liebesszene. Aber die Worte fanden keine Laute. Nur finstere und drängende Empfindungen, die ihre Seele quälten und marterten, ohne sie zu befreien. Dunkle und bange Erinnerungen streiften sie mit schwarzschattenden Schwingen, und eine kam immer wieder, eine seltsame und doch so alltägliche Geschichte von einem Mädchen, die mit ihr zur Schule gegangen war. Die hatte sich einem Manne hingegeben, und als er sie verließ, aus Rache und Zorn einem anderen und dann wiederum anderen, sie wusste selbst nicht mehr warum. Und Erika erschauderte immer wieder, wenn sie an dieses Mädchen dachte, durch deren Leben die Liebe gegangen war wie ein dunkler Wettersturm. Und das gewaltsame Widerstreben in ihr war mehr als die erste Scham eines unbefleckten Mädchens, das vor dem unbekannten Geschehen bangt. Es war die schöne Schwäche einer zarten und schwächlich scheuen Seele, die das laute Leben fürchtet und seine brutale Hässlichkeit. Aber das Schweigen blieb kalt und scheidend zwischen den beiden, die nebeneinander hergingen, Arm in Arm. Gern wollte Erika den ihren losmachen, aber es war, als hätten ihre Glieder jede Bewegungsfähigkeit verloren. Nur die Füße schoben sich in traumhafter Gleichförmigkeit nach vorwärts, und ihre Gedanken wurden immer wirrer und schossen durcheinander wie glühende Pfeile, die sich mit feinen, brennenden Widerhaken in ihrem Gehirn festbohrten. Und darüber legten sich immer dichter die schwarze Wolke der kraftlosen Furcht und der verzweifelten Ergebung. Ein Gebet wagte sich immer wieder auf ihre Lippen, dass jetzt plötzlich alles vorbei sein sollte, ein großes, dunkles, schmerzloses Nichts, ein Nicht-Fühlen und Nicht-mehr-Denken-Müssen, ein Aufhören, jäh und unvermittelt, wie das Erwachen aus einem bösen Traum befreit. Plötzlich blieb er stehen. Sie fuhr auf und erschrak. Sie waren vor dem Haus, in dem er wohnte. Eine Minute blieb ihr Herz ohne Schlag, ruhig, ganz unbeweglich. Aber dann begann es wieder zu pochen, hastig und wild, mit hämmernder Angst und steigender Schnelligkeit. Er sagte ihr ein paar Worte, liebe, süße Worte. Sie hatte ihn beinahe wieder gern in diesem Augenblick, so herzlich und feinfühlig sprach er zu ihr. Und als er ihren Arm fester erfasste und ihren widerstandslosen Körper mit sanfter Zärtlichkeit drängte, da kam wieder die alte dunkle Angst, und sie war betäubender und furchtbarer denn je. Es war ihr so, als müsste plötzlich in ihr die Stimme freigebunden werden und laut ihn betteln und bitten, dass er sie freigebe, aber ihre Kehle blieb stumm und verschlossen. Halb bewusstlos ging sie an seinem Arm durch das große, düstere Tor, jenen Schmerz des Unabwendbaren in der Seele, der so tief ist, dass man ihn nicht mehr als Leid empfindet. Eine dunkle Wendeltreppe gingen sie hinauf,
Sie fühlte die kalte, muffige Kellerluft und sah die gelben, zitternden Gaslichter, die im kühlen Hauche bebten. Jede Stufe spürte sie, alle diese Bilder glitten an ihr vorüber, wie die Vorstellungen knapp vor dem Einschlafen, flüchtig und doch scharf, tief eindringend und doch wieder verfliegend im nächsten Augenblicke. Er ging voraus und ließ ihren Arm. »Ein Augenblick, Erika, ich will nur Licht machen.« Sie hörte seine Stimme von innen, wie er hineinging und dort ein Licht anzündete. Der Augenblick gab ihr Mut und Erwachen. Die Furcht kam plötzlich über sie, wie ein Fieberschauer, der sie krampfhaftes Starre löste, und plötzlich stürmte sie wieder die Treppe hinab, ohne in ihrer wahnsinnigen Eile auf die Stufen zu achten, rasch, nur rasch vorwärts. Ihr war noch, als ob sie seine Stimme von oben hörte, aber sie wollte gar nicht mehr zur Besinnung kommen, sondern lief und lief, ohne innezuhalten, immer vorwärts. Eine wilde Angst war in ihr erwacht, dass er ihr nachfolgen könnte, und eine Angst vor ihr selbst. Sie möchte zu ihm zurückkehren, und erst als sie mehrere Straßen weit war und plötzlich sich in einer fremden Gegend sah, blieb sie mit einem tiefen Seufzer stehen und dann langsam der Richtung ihrer Wohnung zuzuschreiten. Es gibt leere, inhaltlose Stunden, die Schicksal in sich bergen. Sie steigen auf wie dunkle, gleichgültige Wolken, die kommen, um sich wieder zu verlieren. Aber sie bleiben hartnäckig und trotzig, und wie ein schwarzer steigender Rauch lösen sie sich auf, werden ferner und breiter, bis sie schließlich mit mattem, schwermütigem Grau unbeweglich über dem Leben schweben. Ein Schatten, der sich unabwendbar und eifersüchtig an die Minute heftet und immer wieder seine drohende Faust erhebt. Erika lag auf dem Sofa in ihrem dunkelheimlichen Zimmer, den Kopf in die Kissen gepresst und weinte. Sie fand keine Tränen, aber sie spürte sie in sich verfließen, heiß, quellend und anklagend, und manchmal lief der jähe Schauer eines Schluchzens über ihren Körper. Sie fühlte, wie ihr diese schmerzvollen Minuten Erlebnis wurden, wie mit der ersten großen Enttäuschung sich das Leid tief in ihre Seele einsog, die sich ihm ahnungslos erschloss. Eigentlich bebte der Triumph in ihrem Herzen, dass ihr die Flucht gelungen war, noch im letzten entscheidenden Augenblick. Aber es wollte keine helle, blinkende Freude und kein Jubel werden, sondern blieb stumm wie ein Schmerz. Denn es gibt Naturen, in denen alle großen Ereignisse und alle überragenden Geschehnisse mit der allgemeinen Erschütterung der Seele auch die vorklingende, dumpfe Seite einer verborgenen Schmerzlichkeit und innigen Melancholie anschlagen, deren Klingen so laut und drängend wird, dass alle anderen Stimmungen sich selbstlos in ihr auflösen. Und so war die Erika Ewald. Sie trauerte um ihre Liebe, die jung und schön gewesen war, wie ein spielendes Kind, das sich im Leben verliert. Und Scham war in ihr, heiße, brennende Scham, dass sie entflohen war wie ein stummes, hilfloses Wesen, statt ehrlich zu sein und zu ihm zu sprechen, kühl und mit herbem Stolz, dem er sich hätte fügen müssen. Und sie dachte an ihn und ihre Liebe mit einem so seligen Schmerz und einer heißen Ängstlichkeit, und alle Bilder kamen wieder und wirrten durcheinander, aber sie waren nicht mehr hell und froh, sondern dunkel beschattet von der Wehmut der Erinnerung. Draußen ging eine Tür. Sie erschrak jäh und unvermittelt. Ängstlich horchte sie jedem Geräusch und suchte sich jede leise Klangregung zu deuten in einem unbestimmten Gedanken, den sie nicht recht zu denken wagte. Da trat ihre Schwester ein. Erika war verwirrt. Sie erstaunte, dass sie nicht an das Nächstliegende gedacht hatte, dass ihre Schwester kommen müsse. Und sie spürte wieder mit einem merkwürdigen Gefühle, wie fremd, wie ungeheuer fern ihr doch alle diese Leute waren, mit denen sie lebte. Die Schwester begann sie über den Nachmittag zu fragen. Erika antwortete ungeschickt, und wie sie merkte, dass sie unsicher sei, wurde sie hart und ungerecht. Man solle sie nicht immer mit Fragen belästigen. Sie kümmere sich ja auch um niemanden. Und außerdem habe sie jetzt Kopfschmerzen und wolle Ruhe haben. Die Schwester erwiderte nichts, sondern ging aus dem Zimmer. Mit einem Male fühlte Erika, wie ungerecht sie gewesen war.
und Mitleid empfand sie mit diesem stillen, schicksalsergebenen Wesen, das nichts erlebte und auch nicht bat darum, das nichts besaß vom Leben, nicht einmal einen reichen, adelnden Schmerz wie sie selbst. Das brachte sie wieder zu ihren Gedanken zurück, und sie zogen heran und verloren sich in der Ferne schwere, schwarzbeschwingte Boote, die sich durch die dunkle Flut gerungen, ohne Lärm und Rauschen, ohne Färbung und tiefschneidende Spur, nur von unbekannten und unsichtbaren treibenden Gewalten gesendet und gelenkt. Aber ihre trübe Stimmung zitterte in Erikas Seele fortschwingend dahin und löste sich nach dunkelschweren Stunden in einer Müdigkeit, der sie sich willenlos ergab. Die nächsten Tage brachten für Erika nur Harren und Bangen. Im Geheimen wartete sie auf einen Brief, eine Nachricht von seiner Hand. Sie sehnte sich selbst nach einem Schreiben mit harten, unbarmherzigen Vorwürfen und zornigen Worten, denn sie wollte einen Abschluss haben, ein Ende, das sich über die Vergangenheit legte und ihr das geheime Hinübertreten in ihre kommenden Tage verwehren sollte. Oder es sollte ein Brief sein mit milden, verstehenden Worten, die zu ihrer Seele gingen und sie wieder zurückführten in den Reigen der seligen Stunden, aus dem sie geschieden. Aber keine Botschaft kam, kein Zeichen stellte sich zwischen sie und die quälende Ungewissheit. Denn Erika war noch viel zu sehr im Banne ihrer Empfindungen und Erregungen, um zu wissen, ob ihre Liebe zu ihm noch lebte oder ob sie schon gestorben war oder sich am Ende in Umwandlungszustande neuer Phasen befand, von denen sie noch nichts ahnte. Sie spürte nur die Unruhe und Verworrenheit in sich, die fortwährende Spannung, die sich nicht lösen wollte und in ihr gereizte und hässliche Stimmungen erweckte. Nervös und mit Kopfschmerzen ging sie in die Stunden, die ihr furchtbarer wurden als je, weil sie alles Falsche und Unharmonische viel schärfer spürte. Und jedes Geräusch irritierte sie, die Außenwelt wurde ihr unerträglich in ihrem lauten Hasten und Drängen, und selbst die eigenen Gedanken verloren ihre sanfte, wohltuende Traumhaftigkeit und bekamen harte, einschneidende Spitzen. In jedem Dinge verbarg sich ihr eine geheime Feindseligkeit und eine trotzige Absicht, die sie verletzen wollte. Die ganze Welt, die sie umschloss, schien ihr nur mehr ein dunkles, dunkles Gefängnis mit tausend verborgenen Marterwerkzeugen und erblindenden Scheiben, die dem Lichte den Eingang verwehrten. Und diese Tage waren ihr unerträglich lang und wollten kein Ende nehmen. Erika saß beim Fenster und wartete auf den Abend, der ihr ein wenig Frieden brachte, mit der sanften Milderung aller Kontraste, wenn die Sonne sich langsam hinter den Dächern zu senken begann und immer matter und mehr abgedunkelt die Widerscheine nachzitterten, wurde alles in ihr stiller und ruhiger. Dann fühlte sie auch, dass ihr ganzes Denken und Fühlen jetzt anders und fremder werden wollte, dass neue Geschehnisse und neue Gefühle vor der Pforte ihres Lebens standen und lärmten und Einlass begehrten. Aber sie achtete ihrer nicht, denn sie glaubte, die Regungen, die in ihr wuchsen und sich formten, seien nur die letzten verscheidenen Zuckungen ihrer sterbenden Liebe. So gingen zwei Wochen dahin, ohne dass Erika eine Nachricht von ihm empfangen hätte. Alles schien vorüber zu sein und vergessen. Ihre Traurigkeit und Unbeständigkeit verlor sich noch nicht, aber sie befreite sich von ihrer hässlichen, gereizten Form und fand verfeinerten und durchgeistigten Ausdruck. Die schmerzlichen Empfindungen lösten sich leise und lind in schwermütigen Liedern, Melodien mit tiefen, verhaltenen Mollklängen und melancholisch wehklingenden Akkorden. Manche Abende spielte sie so ohne Gedanken, sich in sanfter Abirrung vom eigentlichen Motiv zu selbstgeschaffenen Verbindungen hinwendend, immer leiser und leiser werdend, wie die Geschichte ihrer so leidvollen Liebe, die nun langsam in Vergangenheit verrinnen wollte. Auch begann sie wieder zu lesen, jene herrlichen Bücher wurden ihr wieder nahe, denen die Schwermut entströmt, wie ein schwerer, betäubender Duft aus seltsam dunklen, melancholischen Blüten. Die Marie Grubbe war ihr wieder zur Hand, der das harte Leben, eine heilige und tiefinnige Liebe zerstört, und die unglückliche Madame Bovary, die nicht entsagen wollte und ihr schlichtes Glück verstieß, und das unsägliche, rührende Tagebuch der Maria Baschkirtschew, das sie zu der großen Liebe nie gekommen war, ob ihr auch ein reiches und sehnsuchtsvolles Künstlerherz erwartungsvoll die Hände entgegenhielt.
und ihre gequälte Seele tauchte in diesem fremden Schmerze unter, um den eigenen zu verlieren und zu vergessen. Aber manchmal kam ein Erschrecken über sie, in dem Furcht sich dem Stolze verschwisterte, denn Worte kamen in ihren Blicken entgegen, die auch in ihrem eigenen Leben standen und deren schicksalsschweren Sinn sie verstand. Und nun fühlte sie, wie ihre Geschichte nicht Ungerechtigkeit und Hass des Lebens verkündigte, sondern nur schmerzlich war, weil ihr der frohe Tänzerschritt eines lachenden, unbedeutenden Temperaments fehlte, der rasch vergessend die dunklen, aber geheimnisvollen Abgründe des Schmerzes überspringt. Nur ihre Einsamkeit senkte sich noch drückend auf sie herab. Niemand stand ihr nahe. Eine sonderbare Scham, sich mit ihren tiefen und geheimen Schönheiten einem Fremden zu geben, hatte sie von allen Freundinnen abgewandt, und ihr fehlte auch der selig vertrauende Glaube der Frommen, der zu einem Gotte spricht und ihm die verschwiegensten Geständnisse zu eigen gibt. Der Schmerz, der von ihr ausging, floss wieder in ihre Seele zurück, und dieses unaufhörliche sich selbst anvertrauen und zergliedern gab ihr schließlich eine dumpfe Müdigkeit und hoffnungslose Trägheit, die nicht mehr mit dem Schicksal ringen wollte und mit seinen verborgenen Gewalten. Sonderbare Gedanken überkamen sie, wenn sie vom Fenster auf die Gasse herabsah. Sie sah Leute in wildem Durcheinander, Liebespaare, die in seliger Versunkenheit vorübergingen, dann wieder hastende Burschen, vorbeischießende Radfahrer, rasch dahinrollende Wagen mit schwirrenden Rädern, Bilder des Tages und der Gewöhnlichkeit. Aber ihr war alles so fremd, wie von Ferne aus einer anderen Welt schaute sie zu, als könne sie nicht verstehen, warum diese Wesen so eilten und drängten und vorüberstürmten, wenn alle Ziele so klein und verächtlich waren. Als ob es etwas Reicheres und Seligeres geben könne, als den großen Frieden, in dessen Bann alle Leidenschaften schlafen und alle Sehnsüchte, der doch wie eine wunderwirkende Quelle war, in deren milder und geheimkräftiger Flut sich alles Kranke und Hässliche ablöste, wie eine lästige Schicht. Und wozu dann alle die Kämpfe und Überwindungen? Und wozu die heiße, nimmermüde Sehnsucht, die niemanden zurückweichen lässt? So dachte die Erika Ewald manchmal und lächelte über das Leben, denn sie wusste nicht, dass auch der Glaube an diesen großen Frieden nur eine Sehnsucht ist, das innigste und unvergänglichste Begehren, das uns nicht zu uns selbst gelangen lässt. Sie glaubte, ihre Liebe überwunden zu haben und dachte ihrer, wie man eines Toten gedenkt. Die Erinnerungen bekamen milde, versöhnliche Farben, vergessene Episoden tauchten wieder auf, und zwischen Wirklichkeit und sanfter Träumerei liefen geheime, verbindende Fäden hin und her, bis sie sich unlöslich verwirrt hatten. Denn sie träumte von ihrem Erlebnis wie von einem eigenartigen und schönen Roman, den man vor langem gelesen, seine Gestalten treten langsam wieder heran und sprechen die Worte, die bekannt sind und doch so ferne, alle Räume werden wieder sichtbar, wie erleuchtet von einem plötzlichen aufblitzenden Licht, alles ist wieder wie einst. Und Erika dichtete sich in ihren Gedanken, die sich am Abend berauschten, immer wieder neue Abschlüsse dazu, aber sie fand keinen rechten, denn sie wollte ein mildes und versöhnliches Ende, voll Hoheit und reifer Entsagung, mit kühlem, freundschaftlichem Händereichen und tiefem Verstehen. Langsam gaben ihr diese romantischen Träume den innigen Glauben, dass auch er jetzt ihrer harre und in tausend seligen Schmerzen gedenke. Und diese Idee, die sich in ihr allmählich zu einer unbeugsamen Tatsache verdichtete, ließ das Vertrauen immer sicherer sich entfalten, dass alles noch gut werden müsse und dass eine versöhnende, abschließende Konsonanz die seltsam bewegte Melodie ihrer Liebe erlösen müsse. Nach langen, langen Tagen wagte sich jetzt manchmal ein Lächeln über ihre Lippen, wenn sie ihrer Liebe gedachte mit all ihren bitteren Wunden, die nun vernarben wollten, denn sie wusste noch nicht, dass ein tiefer Schmerz wie ein finsterer Gebirgsbach ist, der sich unterirdisch mit unruhevollem Schweigen durch das Gestein wühlt und in ohnmächtigem Zorne lange an ungebahnten Pforten pocht und pocht. Aber einmal zersprengt er die Wand und stürmt mit haltlosem Jubel vernichtend und kraftvergeudend in die blühenden Tale hinab, die sich in heiterem, ahnungslosem Vertrauen gewiegt. Es sollte alles anders kommen, als es Erika geträumt. Noch einmal trat die Liebe in ihr Leben, aber
Sie war anders geworden und nicht mehr so still und mädchenhaft nahte sie mit milden, segnenden Geschenken, sondern wie ein Frühlingssturm, wie eine heiße, begehrende Frau, die brennende Lippen hat und die tiefrote Rose der Leidenschaft im dunklen Haare trägt. Denn die Sinnlichkeit der Männer ist nicht wie die der Frauen. Bei jenen glüht sie vom Anbeginn, von den Jahren der ersten Reife, aber zu manchen Mädchen kommt sie vorerst in tausend Verhüllungen und Gestalten. Sie schleicht sich als Schwärmerei ein und als selige Träumerei, als Eitelkeit und ästhetisches Genießen. Aber einmal kommt ein Tag, da wirft sie alle Masken von sich und zerreißt die bergenden Hüllen. Eines Tages war Erika alles bewusst geworden. Kein lautes Ereignis hatte ihr die Erkenntnis abgezwungen und auch kein Zufall. Vielleicht war es ein Traum gewesen mit verwirrenden Lockungen oder ein Buch mit heimlich verführender Gewalt, vielleicht eine ferne Melodie, die sie plötzlich verstanden oder ein fremdes, blühendes Glück. Es war ihr nie klar geworden. Sie wusste nur plötzlich, dass sie sich wieder nach ihm sehnte, aber nicht nach gültigen Worten und schweigenden Stunden, sondern nach seinen kraftvollen Armen, und nach den heißen Lippen, die einstmals verlangend auf den ihren gebrannt, ohne dass diese ihre stummen, bettelnden Worte verstanden. Vergebens widerstrebte ihre mädchenhafte Scham diesem Bewusstsein. Sie suchte der früheren Tage zu gedenken, die nie auch nur ein schwacher Hauch schwüler Sinnlichkeit durchzittert. Sie suchte sich vorzulügen, dass diese Liebe schon längst tot und begraben sei, indem sie jenes Abends gedachte, da sie aus seinem Hause mit innerlichem Abscheu geflüchtet. Aber dann kamen Nächte, da sie ihr Blut brennen fühlte, von glühendem Begehren, und ihre Lippen in die kühlen Kissen sich einknirschen mussten, damit sie nicht stöhnten und seinen Namen hinausschrien in die stumme, mitleidlose Nacht. Und da wagte sie sich nicht länger zu täuschen, und die Erkenntnis machte sie erbeben. Nun wusste sie auch, dass die dumpfen Wallungen, die sie in allen diesen Tagen empfunden, nicht das Absterben ihrer schönen und hellen Liebe bedeutet hatten, sondern das langsame Keimen dieser drängenden Gewalten, die nun ihre Seele durchwühlten. Und mit sonderbarer Scheu dachte sie dieser Neigung, die so schlicht und alltäglich gewesen war und der doch unablässig neue Schmerzen entsprossen, die feindlichen Kinder eines dunklen Geschicks. In dieser Leidenschaft, welche wie ein später Herbst gekommen war, der seine Früchte in die leeren, fröstelnden Felder wirft, einte sich die Kraft der Unberührtheit mit der Fülle der unverbrauchten Jugendtage, die nie unter den drängenden Krisen des Blutes gelitten. Eine stürmische, siegende Gewalt war in ihr, gegen die es kein Widerstreben gab und kein Verweigern, weil sie über alle Schranken sprang und die letzte Überlegung ertötete. Erika ahnte noch nicht, wie schwach sie gegen diese jähe Leidenschaft war. Sie fühlte nur das Verlangen in sich, siegreich zu sein, dass sie ihn wiedersehen müsse, sei es auch nur von der Ferne, ganz von Ferne, ohne bemerkt zu werden, ohne dass auch eine Ahnung ihn überkommen könne, dass sie ihn sehe und ersehne. Sie holte sich wieder seine Fotografie hervor, die in einer versteckten Lade beinahe verstaubt war, und brachte ihr eine sonderbare Verehrung entgegen. Sie küsste in glühender Leidenschaft seinen Mund. Dann stellte sie sie wieder vor sich hin und begann wirre und heftige Worte zu sprechen, die sie ihm selbst sagen wollte, dass er ihr verzeihen möge, weil sie damals kindisch und erschreckt gehandelt habe. Und dann erzählte sie ihm in sich übereilende Sätze von ihrer Sehnsucht und wie sie ihn wieder unendlich liebe, mehr als er jemals werde verstehen können. Aber alle diese Ekstasen befriedigten sie nicht, denn sie wollte ihn selbst wiedersehen. Mehrere Tage lang wartete sie an den Ecken der Straßen, die er zu passieren pflegte. Doch vergebens. Und so sehr steigerte sie ihre Ungeduld, dass manchmal, aber ganz furchtsam und unbestimmt, der Gedanke in ihr erwachte, sie sollte zu ihm in die Wohnung gehen und sich für ihr Benehmen von damals entschuldigen. Aber da fand sie in den Tagesblättern die Notiz, dass er nächstens in einem eigenen Konzert auftreten wolle, eine Nachricht, die Erika wie mit einem seligen Rausche erfüllte, denn nun ergab sich die beste Möglichkeit, ihn zu sehen, ohne dass er es ahnte. Und langsam, furchtbar langsam, verflossen ihr die Tage, welche sie von dem festgesetzten, sehnlichst herbeigewünschten Abend trennten. Erika war eine der ersten im großen, mit tausend Lichtern flimmernden Konzertsaale
Eine sehnsüchtige Unruhe, die Minuten zu Stunden dehnte, hatte sie seit Tagesanbruch erfüllt und durchschauert, seit jener Stunde, da der Gedanke, dass sich heute alles begeben müsse, ihr den Schlaf von den Lidern riss. Und dann war sie alle die Stunden durch Traumland gegangen, ob auch die einzelnen Forderungen ihres Berufs sie immer wieder aufschrecken ließen, aus ihren sinnenden Erwartungen und ihrer sanft ruhenden Sehnsucht. Und als der Abend kam, nahm sie ihr bestes Gewand und legte es mit einer gewissen feierlichen Sorgfalt an, die nur Frauen haben, wenn sie den Blick des Geliebten erwarten. Eine Stunde zu früh begab sie sich zum Konzertsaal, wohl hatte sie zuerst einen Spaziergang geplant, ein kurzes Rasten für ihre Nerven, die zu fiebern schienen, aber kaum, dass sie die Straße betrat, fühlte sie eine dunkle Gewalt, die sie magnetisch eine Richtung zudrängte. Ihre anfangs bedächtigen Schritte wurden unruhiger und beschleunigter, und mit einem Male stand sie, fast selbst überrascht, vor den breiten Stufen des Konzertgebäudes und schämte sich ihrer Unrast. Gedankenlos ging sie noch ein wenig dort auf und ab, und als die ersten Wagen behäbig vorrasselten, mühte sie sich nicht mehr länger, sich zu bezwingen, und ging mit beherzter Miene in den eben erleuchteten Saal. Nicht lange blieb drinnen dieses breite und leere Schweigen, das zu fürchtigem Träumen lud. Dichter und dichter drängten sich die Leute. Erika sah nicht die Einzelnen, sondern fühlte nur die hereinströmende Masse, fühlte vor ihren Augen die wandernden Streifen der farbigen Toiletten, das dunkle Durcheinanderschieben auf die vielen wechselnden Gesichter, die ihr wie Masken schienen. Alles in ihr war Unrast und Erwartung. In ihren Augen stand nur ein Name, ein Wunsch, ein Wort. Und dann plötzlich begann das jäh aufrauschende Murmeln und Bewegen, die vorbereitende Unruhe vor dem Schweigen, das leise Knacken der geöffneten Operngläser, das Klappern der Lorgnons, das Regen und Bewegen, jenes vieltönige Geräusch, das sich in stürmischem Beifall löste. Sie fühlte, dass er eingetreten war, jetzt eingetreten war, und schloss die Augen. Sie wusste sich zu schwach, ihn in dieser stolzen Minute schweigen zu sehen. Sie hätte ja jubeln müssen oder ihn rufen, aufspringen oder ihm zuwinken, aber jedenfalls etwas Törichtes, Unüberlegtes, Lächerliches tun. Ihr Herz fühlte sie bis an die Kehle schlagen. Sie wartete mit geschlossenen Augen, alles sehend, wie er hinaufschritt, wie er sich verneigte. Und jetzt musste es ja sein, zum Bogengriff. Sie harrte, bis endlich die ersten Töne seiner Geige sich singend erhoben, wie langsam steigende Lerchen, die aus den Feldern zum Himmel aufjubeln. Dann schaute sie empor, leise, ganz vorsichtig, wie man in ein sehr grelles, blendendes Licht sieht, und sie fühlte eine warme Blutwelle, wie sie ihn sah, gleichsam emporgetragen von diesem dunklen, schweigenden Meer, das die funkelnden Gläser und suchenden Blicke wie zitternde Schaumkämme durchglänzten. Und sie fühlte sein Spiel und wieder die ganze zauberische Gewalt von einst, und wie die Töne wuchsen und anschwollen, so fühlte sich auch ihr Herz. Lachen und Weinen war in ihr, ein Fluten der Erregung, warme, zitternde Wellen. Sie fühlte Jubel, Jubel aus tausend sonnendurchglänzten Springstrahlen in ihr Herz sprudeln. Sie fühlte es selbst aufschäumen zu ihrer Kehle, wie den jauchzenden Strahl einer aufzuckenden Fontäne. Wieder verführte sie die Stimmung der Musik, wie eine Blinde, die keinen Weg weiß und sich willig der fremden und lieblichen Hand vertraut. Und als dann der Jubel losbrach und dieses dunkle Meer im Saale, das gleichsam in bezaubertem Schlafe gelegen war, plötzlich in wilder, tosender Brandung aufschäumte, als von allen Seiten ein überwältigender Beifall dröhnte, da rauschte ein jäher Stolz in ihr empor. Ihre Seele jubelte bei dem Gedanken, von ihm begehrt worden zu sein. Alle Hässlichkeit und Herbe jener Minuten war zerronnen in diesem stolzen Bewusstsein, in dieser siegenden Stunde seines Künstlertums. So ward dieser Abend ein lauteres und tiefes Fest für ihre suchende und unruhige Seele. Nur eine Frage drängte sie, ob er ihrer wohl noch gedachte. Und sie war ganz Demut in jener Stunde, eine Sehnsüchtige, die nur begehrt, sich verschenken zu dürfen. Sie dachte nicht mehr an sich und nur mehr an ihn, sah nur sein Verlangen und seine Inbrunst in dem lockenden Geigenspiel und nicht mehr Töne und Melodien. Und da kam ihr eine seltsame und unendlich beseligende Antwort.
Nach langen Beifallstürmen hatte er sich noch zu einer Zugabe entschlossen und nur ein paar schlichte, langsame Takte hatte er gespielt, als Erika erblasste. Sie lauschte und lauschte wie gebannt. In herbem Erschrecken hatte sie das Lied erkannt, das Lied jenes ersten seltsamen Abends, da er es ihr zuliebe in der Dämmerung gestammelt. Und sie träumte von einer Huldigung. Sie fühlte, dass es ihr gesungen sei, zu ihr gesungen sei. Sie hörte es nur als Frage, die über alle anderen zu ihr hinabtastete in den Saal. Sie sah eine Liedseele, die in den dunklen Saal flog, um sie zu finden. Eine rasche Gewissheit schaukelte sie in selige Träume. Sie verstand ein Geständnis, dass er ihrer, nur ihrer mehr gedachte. Und Seligkeiten brausten auf sie nieder. Wieder war es die Musik, die sie betörte und über alle Wirklichkeiten hob. Sie fühlte einen Flug nach oben, menschenhoch und erdenfrei, fast so wie damals in jener Stunde, als sie hoch über der fernen, brausenden Stadt zusammenstanden. Nur höher noch, viel höher, über Schicksal und Welt, über allen Kleinlichkeiten und Bedenken. In den wenigen Minuten dieses Spieles überflog sie in seligem Traume alle Schranken und Wirklichkeiten. Der unerhörte Jubel, der seinem Spiele folgte, erweckte Erika erst wieder aus ihren weltentrückten Träumen, und in drängender Hast eilte sie dem Ausgange zu, um ihn zu erwarten. Denn nun wusste sie auch die helle und sonnige Antwort auf ihre letzte Frage, die sie beängstigt und sie zurückgehalten, sich ihm zu schenken. Nun war es ihr offenbar, dass er sie noch immer liebte und glühender wie einst, mit einer viel schöneren, wilderen und größeren Liebe. Sonst hätte er nicht all diesen Menschen den leuchtenden Hymnus gesungen, den er ihr zur Feier und aus ihrer Liebe geschaffen, dieses herrliche Lied, dessen Macht sie damals überwältigt und besiegt hatte, ohne dass sie es geahnt. Aber heute wollte sie ihm die sorglich gehüteten Früchte ihrer schenkenden Neigung zu Füßen legen, dass er sie selig erhöhe. Mit Mühe drängte sie sich bis zum Ausgange durch, wo die Künstler herabzukommen pflegten. Wenige Flammen erhellten das matte Dunkel, dort drängten die Menschen nicht in so wilder Hast, und sie konnte sich ungestört wieder ihren Träumen hingeben, die sich in seliger Sicherheit wiegten. Sie hätte es doch schon lange, so lange wissen können, dass er sie nicht vergessen könnte. Dieser Gedanke kehrte immer wieder und einte sich mit fröhlichen Verheißungen für die kommenden Tage. Mit übermütigem Lächeln dachte sie an seine Überraschung, wenn er ahnungslos die Treppen herabkäme und sich plötzlich der Wunsch verwirklichte, von dem er vielleicht eben geträumt. Und wenn? Aber da kamen wahrhaftig schon Schritte, die immer lauter und näher tönten. Unwillkürlich zog sich Erika mehr ins Dunkel zurück. Lachend und plaudernd stieg er die Treppe hinab, zärtlich hinabgebeugt zu einer Dame in spitzenbesetztem Kleide, einer kleinen netten Sängerin von der Oper, die irgendeine alte Operettenmelodie trällerte. Erika zuckte zusammen. Da bemerkte er sie. Instinktiv griff er nach dem Hut, aber ließ die Hand auf halbem Wege müßig sinken. Ein böses, beleidigtes und höhnisches Lächeln schien auf seinen Lippen zu lauern. Aber er wandte den Kopf zur Seite. Und dann führte er die kleine Dame im Spitzenkleid zu seinem Wagen, half ihr hinein und stieg selbst ein, ohne den Blick noch einmal zurückzuwenden zu Erika Ewald, die dort einsam stand mit ihrer verratenen Liebe. Solche Erlebnisse erweckten oft mit ihrer jähen Gewalt ein Leid, das so furchtbar und tief einschneidend ist, dass man es nicht mehr als Schmerz empfindet, weil man die Fähigkeit des Begreifens und des bewussten Fühlens in seinem wilden Anpralle verliert. Man fühlt sich nur sinken, aus schwindelnden Höhen atemlos, willenlos und widerstandsunfähig herabsausen, einem Abgrunde zu, den man noch nicht kennt, den man aber ahnt, näher, näher und immer näher kommen, fühlt mit jeder Sekunde, mit jeder verschwindend kleinen Zeiteinheit, die im wirbelnden Sturze verfliegt, jenem furchtbaren Ende zu, von dem man weiß, dass es zerschmettern und zerbrechen wird. Erika Ewald hatte schon zu viele kleine Leiden ertragen, um einem großen Ereignis ruhig ins Auge sehen zu können. Jene kleinen Schmerzlichkeiten hatten ihr Leben erfüllt, die ein seltsames Glückseligkeitsgefühl in sich tragen,
weil sie zu melancholischen, träumerischen Stunden leiten, zu sanften Verzagtheiten und zu jenen süßen Traurigkeiten, aus denen die Dichter ihre innigsten und wehmütigsten Verse schaffen. Aber sie hatte in jenen Stunden schon die mächtige Pranke des Schicksals zu verspüren geglaubt, und es war doch nur ein verrinnender Schatten seiner drohend ausgestreckten Hand. Sie hatte gemeint, die finstere Gewalt des Lebens schon getragen zu haben, und auf dieses Bewusstsein baute sie ihre starke Sicherheit, die jetzt zusammenbrach, unter der Wirklichkeit wie ein Kinderspielzeug in einer nervigen Faust. Und darum verlor ihre Seele so ganz ihre bindenden Kräfte. Das Leben kam zu ihr wie ein Hagelschauer, der Saaten und Blüten zerbricht. Nur mehr Öde war vor ihren Blicken und Finsternis, weite, undurchdringliche Finsternis, die alle Wege versteckte, alle Blicke erblindete und die hallenden Angstrufe mitleidlos verschlang. Nur mehr Schweigen war in ihr, ein dumpfes, atemloses Schweigen, die Stille des Todes. Denn viel war in ihr gestorben, in einem einzigen Augenblick, ein helles, heiteres Lachen, das auch nicht geboren war, aber in ihr leben wollte wie ein Kind, das zum Lichte strebt. Und viel Jugend, jenes Sehnsüchtige, empfangen wollen, das der Zukunft vertraut und Freude und Glanz hinter allen verschlossenen Pforten ahnt, die ihr Verlangen sich eröffnen soll. Und viel lautere und weltvertrauende Empfindungen, das sich hingeben an alle Menschen und an die große Natur, die nur Feste und Wunder ihren gläubigen Schülern offenbart. Und endlich eine Liebe, die unendlich reich gewesen war, weil sie in den dunklen Quellen des Schmerzes sich gebadet hat und durch wechselnde Gestalten gegangen ist, um die Vollkommenheit zu finden. Aber auch eine neue Saat war in dieser Enttäuschung, ein bitterer Hass gegen alles, was sie umgab, und ein heißes Rachebedürfnis, das noch nicht wusste, wie es sich Bahn brechen sollte. In ihren Wangen brannte die Schmach und ihre Hände bebten, als müssten sie jeden Augenblick losfahren in zorniger Gewalt gegen irgendetwas. Die Schwächlichkeit und Scham war von ihr gewichen, die drängende Macht des Handelns wurde immer deutlicher und unruhiger in ihr. Ein Wesen, das sich vom Schicksal immer hatte formen und lenken lassen, wollte ihm nun entgegengehen und mit ihm ringen. Und dieser ziellose, ungebärdige Trieb ließ sie in den Gassen irren ohne einen Entschluss. Die Wirklichkeit lag in weiter, weiter Ferne. Sie wusste nicht, wohin sie ging. In ihren Füßen war bleierne Müdigkeit, aber auch eine irre Bewegung, die sie weiter stieß. Immer mehr hüllte sie sich in ihre Gedanken, um den Schmerz, der jetzt wach werden wollte, wegzudenken und ihn in raschem Gehen zu vergessen. Doch sie spürte einen Druck von Tränen, die noch nicht hervorbrechen konnten, aber innen brannten und tropften. Auf einmal stand sie vor einer Brücke. Unten der Fluss, schwarz und langsam gleitend mit vielen hellen, glitzernden Punkten. Sterne waren das und Reflexe von den Brückenlaternen, die hinaufstarrten wie aufgerissene Augen. Und von irgendwo ein leises, unaufhörliches Plätschern, die Strömung, die sich an einem Pfeiler bricht. Ein Todesgedanken barg dieser Anblick, das fühlte sie. Ein Beben überlief ihren Körper. Sie wandte sich um. Es war niemand in der Nähe, hier und da schwarze Schatten, die vorüberhuschten, manchmal ein Lachen aus der Ferne oder das Rollen eines Wagens. Aber in der Nähe niemand, keiner, der sie hindern könnte. Wie leicht, wie rasch das war. Ein Griff, ein Schwung über die Rampe, dann noch ein paar hässliche, ringende Minuten, unten, dort, unten in dieser schweigsamen Dunkelheit. Und dann Friede, reicher, ewiger Friede, fern von allen Wirklichkeiten. Der beruhigende Trost des Nicht-Wiedererwachens. Aber dann ein anderer Gedanke, eine verunstaltete Leiche, die man aus dem Wasser zieht, Neugierige, die sich belustigen, Gerede und Geschwätz. Es tat ja nicht mehr weh, aber einer war, der könnte es erfahren und dann vielleicht selbstbewusst lächeln im Bewusstsein eines Siegers. Nein, das durfte nicht sein. Das Leben war noch nicht erschöpft, das fühlte sie, denn es konnte noch Rache bergen, den letzten tastenden Versuch einer Verzweiflung. Und vielleicht war es sogar schön, und sie hatte nur falsch gelebt. Sie war gut und vertrauend gewesen, mild und zurückhaltend.
während man rücksichtslos, gierig und verschlagen sein sollte, wie ein Raubtier, das sich von fremdem Leben nährt. Ein Lachen rang sich ihr aus der Brust, wie sie sich von der Brücke abwendete, ein Lachen, vor dem sie erschrak, denn sie fühlte, wie sie sich selbst nicht ihre ungesprochenen Worte glaubte. Nur der Schmerz war wahr und der glühende, brennende Hass, die blinde Sucht nach Rache. Wie fremd sie sich doch geworden war, dass sie sich nicht einmal selbst mehr erkannte, wie schlecht und wie wertlos. Ihr fröstelte. Sie wollte an nichts mehr denken. Sie ging wieder tiefer in die Stadt hinein, irgendwohin, nach Hause zu... Nein, nicht nach Hause. Mit Furcht dachte sie daran. Dort war alles so finster und eng und dumpf. Dort lauerten in allen Ecken Erinnerungen, die mit hämischen Fingern auf sie deuteten. Dort war sie dann ganz allein mit ihrem großen Schmerz. Dort konnte sie seine schwarzen Flügel dicht ausbreiten, sie umfassen und eng, ganz eng an sie pressen, dass ihr der Atem verginge. Aber wohin? Wohin? Die Frage zermarterte ihr das Hirn. Sie wusste nichts anderes mehr. Ihr ganzes Denken konzentrierte sich in dieses eine Wort. Neben ihr lief ein Schatten. Sie achtete nicht darauf. Sie merkte es auch nicht, als er sich hart gegen den ihren neigte und mit ihm eine Zeit lang parallel lief. Jemand ging neben ihr, ein Freiwilliger, und betrachtete ihr Gesicht angelegentlich in dem Momente, als sie vor einer Laterne vorbeikamen. Erst wie er sie höflich ansprach, fuhr sie jäh aus ihren Gedanken auf. Sie brauchte einige Momente, um die Situation, in der sie sich befand, recht zu erfassen, und antwortete nicht. Der Freiwillige, ein Kavallerist, sehr jung, noch und ein bisschen ungeschickt, ließ sich durch ihr Schweigen nicht einschüchtern, sondern redete in einem halb vertraulichen Ton, aber mit einer gewissen Reserve weiter. Offenbar war er mit sich nicht recht im Klaren. Mit wem er es eigentlich zu tun hätte, sie hatte ihm nicht geantwortet und war doch so vornehm, solid gekleidet und andererseits wieder dieses einsame, langsame Spazierengehen spät in der Nacht. Ganz recht bekam er es nicht heraus, aber er redete unbekümmert weiter. Erika schwieg. Instinktiv hatte sie ihn abweisen wollen, aber alle Dinge von früher hatten sie auf seltsame Gedanken gebracht. Sie wollte doch jetzt ein anderes Leben beginnen, nicht mehr dieses traumvolle Dahindämmern und müßige sich sehnen, das ihr tausend Leiden geboren. Es sollte ja für sie ein neues Leben beginnen, heiß, verwegen und voll wilder Gewalt. Und dann dachte sie wieder an ihn. Eine Rache wollte sie nehmen, eine furchtbare Schmach. Dem ersten Besten, der gekommen, wollte sie sich verschenken, weil er sie verschmäht, die Erniedrigung auskosten bis zum letzten, bittersten und vielleicht tödlichen Tropfen. Alles wurde rasch in ihr Plan und Entschluss, eine grausame Selbstpeinigung, die eine neue Schmach wählt, um die alte, brennende zu vergessen. Wie sie zurechtkam, die Gelegenheit, ein junger Mensch, ganz jung, der nichts davon verstand, nichts wusste, der sollte es sein, der erste Beste. Und plötzlich antwortete sie ihm mit so hastiger Liebenswürdigkeit, er dürfe sie begleiten, dass er beinahe wieder schwankend wurde, mit wem er es zu tun hätte. Aber ein paar Fragen, das Opernglas, das sie vom Konzert mitbrachte, und ihr vornehmes Benehmen veränderten seine oberflächliche Haltung zu ihr. Er blieb recht befangen, eigentlich war er noch ein halbes Kind, das in einer Uniform sich so seltsam ausnahm wie in einem kriegerischen Maskenkostüm, und seine bisherigen Abenteuer waren so simpler Natur gewesen, dass sie keine Abenteuer mehr waren. Zum ersten Mal sah er sich einem wirklichen Rätsel gegenüber, denn manchmal blieb sie Minuten still und unbeweglich, überhörte alle Fragen und ging wie im Traum, bis sie dann plötzlich, wie mit einer provozierten Zärtlichkeit, die sie im Augenblick vergessen hätte, mit ihm lachte und scherzte, aber manchmal wollte es ihm selbst so erscheinen, als sei im Lachen ein falscher Ton. Und in der Tat kostete es Erika nicht geringe Mühe, die Rolle einer entgegenkommenden und Leichtsinnigen zu spielen, während ihr die tollsten Gedankenreihen durch den Kopf schwirrten. Sie wusste, was das Ende sein würde, und sie wollte es, aber eine geheime Angst beschlich sie immer wieder, dass sie gegen sich selbst frevle, aber das Bedürfnis nach Rache, das sich positiv nicht betätigen konnte, hatte hier ein Mittel gefunden, sich zu entfalten, wenn auch in einer falschen Richtung, die Spitze gegen sich selbst kehrte.
aber es war so überströmend und machtvoll, dass sich ihre frauenhaften Empfindungen vergebens dagegen aufbäumten. Mochte geschehen, was da wolle. Sollte eine Reue kommen, nur nichts wissen von jener Schmach, nur vergessen, wenn auch in einem Rausch, einem künstlichen und einem verderblichen, aber nur nicht mehr daran denken müssen. So nahm sie auch gern den Vorschlag des Freiwilligen an, mit ihr in ein Restaurant, in ein separiertes Zimmer zu gehen, obwohl sie dumpf ahnte, was das bedeutete. Aber sie wollte nicht daran denken, nur nicht sich immer besinnen müssen. Zuerst kam ein kleines Souper, dem sie aber nicht zusprach, aber Wein trank sie, in gieriger Hast, Glas auf Glas, um sich zu betäuben. Ganz gelang es ihr noch nicht. Manchmal übersah sie die ganze Situation mit furchtbarer Klarheit. Sie betrachtete ihr Gegenüber. Das war eigentlich der Rechte. Besser hätte sie sich ihn nicht wünschen können. Ein guter Kerl von einer gesunden, rotwangigen Derbheit, ein bisschen eitel und nicht so klug. Der würde nie ahnen, was in dieser Nacht geschehen sei, was für eine Rolle er gespielt in einem armen, gequälten Menschenleben. Der würde sie übermorgen vergessen haben. Und das wollte sie. In solchen Augenblicken der Überlegung bekamen ihre Augen einen träumerischen Ausdruck, und in ihrem Gesichte zeichnete sich der düstere Schatten eines inneren Schmerzes. Dann kam sie langsam ins Träumen hinein, ihre Finger zitterten leise. Sie hatte alles vergessen, und die fernen, versunkenen Bilder wollten langsam, ganz langsam wieder auftauchen. Dann erweckte sie wieder plötzlich ein Wort oder eine Berührung. Eine Sekunde brauchte sie immer, um sich wieder recht in alles hineinzufinden. Aber dann fasste sie wieder ein Weinglas und leerte es auf einen Zug. Und dann noch eins und noch eins, bis sie spürte, wie ihr der Arm schwer herabsank. Der Freiwillige hatte sich inzwischen herübergesetzt und ziemlich dicht an sie angedrückt. Sie merkte es noch, aber scherzte ruhig weiter. Allmählich aber begann sie die Wirkung des Weins zu fühlen. Ihr Blick wurde unsicher und sah wie durch trübe Wolken eines schweren, breit verströmenden Dunstes, und die zärtlichen und überredenden Worte, die sie vernahm, schienen irgendwo von weiter, weiter Ferne herzukommen, ganz verschwommen und verloren. Ihre Zunge begann zu lallen, und sie merkte, wie trotz aller Bestrebungen ihr Gedankengang sich verwirrte und ein Blitzen und Surren vor ihren Augen funkelte, gegen das sie sich nicht zu wehren wusste. Aber mit der Müdigkeit, die sie immer enger und zärtlicher umfasste, kam auch jene Schwermut wieder, halb die lallende, unmotivierte Melancholie der Trunkenen und halb der Schmerz, der schon den ganzen Abend ihre Brust durchströmte und sich noch immer nicht Bahn gebrochen hatte. Sie war ganz in ihr Leid verloren, stumpf und gefühllos gegen die Außenwelt, taub gegen alle Worte und sanften Liebkosungen. Der junge Bursch verstand ihr Verhalten nicht ganz, und eine Unsicherheit überkam ihn. Was er mit ihr beginnen sollte, hielt sie für betrunken, wollte sie jedoch bewegen, wach zu werden, weil er sich schämte, ihre Trunkenheit sich zunutze zu machen. Aber ihre Apathie war nicht durch Zureden noch durch schmeichelnde Küsse zu lösen. Er fächelte ihr Kühlung zu. Als aber versuchte, ihr Kleid zu öffnen, geschah etwas Unerwartetes, das ihn erschreckte. Denn im Augenblicke, da er sie umfasste, fiel sie ihm plötzlich in die Arme und begann furchtbar zu weinen. Es war ein unendlich schreckvolles und leidvolles Schluchzen, nicht das wehmütige Duseln eines Trunkenen, sondern in ihrem Weinen war eine elementare Gewalt, wie ein Raubtier war es, das jahrelang im Käfig gefesselt war und mit einem Male in wilder Gewalt die Schranken durchbricht. Es war ihr ganzer heiliger und tiefer Schmerz, der ihr nun dunkel bewusst gewesen war und sich jetzt in bebenden Schauern erlöste. Erika weinte aus tiefster Brust. Alles, alles schien gut zu werden, da diese glühende Last der Tränen und die drückende Bürde der nicht entladenen Erregungen sich wie in mächtigen Gewitterstößen von ihr losrang. Sie weinte und weinte. Jähe Schauer liefen über ihren hilflos angeschmiegten Körper, aber die heißen Quellen ihrer Augen schienen nicht zu versiegen. Es war, als spülten sie all das bittere Leid mit sich hinweg, das sich langsam angesetzt hatte, wie wachsende Kristalle, die sich verhärten und nicht weichen wollen. Nicht ihre Augen weinten, ihr ganzer, schmaler und biegsamer Leib erbebte unter den harten Stößen und ihr Herz erbebte mit.
Der junge Mann war diesem jähen und peinlichen Ausbruche gegenüber gänzlich hilflos. Er suchte sie zu beruhigen, strich ihr leise und zärtlich über die dunklen Flechten. Wie aber ihre Anstrengungen sich immer verdoppelten, kam ein sonderbares Gefühl mitleidsvoller Zuneigung über ihn. Er hatte noch nie so weinen gehört, und dieses unerhörte Leid, von dem er nichts wusste, dessen Größe er aber ahnen musste, flößte ihm eine ahnungsvolle Furcht vor dieser Frau ein, die willenlos in seinen Armen lag. Wie ein Verbrechen erschien es ihm, ihren Körper zu berühren, der zu schwach war, den mindesten Widerstand leisten zu können. Nach und nach kam ihm dann auch zu Bewusstsein, dass er sehr großartig dabei handle, und diese kindliche Freude an einem seltsamen Erlebnis stärkte seine Willenskraft. Er ließ einen Wagen holen und begleitete sie, nachdem er von ihr die Adresse erfahren hatte, bis zum Hause hin, wo er sich mit freundlichen und beruhigenden Worten verabschiedete. Als Erika sich wieder in ihrem Zimmer befand, war auch der letzte Rest des Rausches verflogen. Nur das Geschehene der letzten Stunden war ihr unklar und verschwommen, aber sie dachte nicht mit scheuer Ängstlichkeit zurück, sondern mit friedevoller Ruhe. In diesen glühenden Tränen war ihre ganze junge Seele gewesen, mit all ihrem Schmerz, mit der großen drückenden Liebe, mit der wilden und brennenden Schmach und der letzten beinahe vollbrachten Erniedrigung. Langsam kleidete sie sich aus. Alles hatte so kommen müssen, denn es gibt Menschen, die nicht zur Liebe geboren sind, denen nur die heiligen Schauer der Erwartung blühen, weil sie zu schwach sind, die schmerzhaften Seligkeiten der Erfüllungen zu tragen. Erika dachte über ihr Leben nach. Sie wusste nun, dass die Liebe nicht mehr zu ihr kommen würde und dass sie ihr nicht entgegengehen dürfe. Die Bitterkeit des Entsagens nahte ihr zum letzten Male. Ein Augenblick zögerte sie noch in geheimer, unverständlicher Scham, doch dann löste sie die letzten Hüllen vor dem Spiegel. Sie war noch jung und schön. In ihrem blütenweißen Körper lag noch die hellschimmernde Frische früher Jahre. In sanfter, fast kindlicher Rundung bebten ihre Brüste, die in wilder, innerer Erregung sich hoben und senkten, leise und zart in rhythmisch verfließendem Linienspiel. Stärke und Geschmeidigkeit prunkte in den Gliedern, alles war geschaffen und bereit, eine schenkende Liebe kraftvoll zu empfangen und zu erhöhen, Seligkeiten zu geben und zu nehmen, im wechselnden Spiel dem heiligsten Ziele entgegenzuschaffen, und das verklärte Wunder der Schöpfung in sich zu erleben. Und das alles sollte ungenützt und unfruchtbar vergehen, wie die Schönheit einer Blume, die ein Wind verweht, ein taubes Korn im unübersehbaren Garbenfelde der Menschheit? Eine milde, versöhnliche Resignation kam über sie, die Hoheit der Menschen, die durch den größten Schmerz gegangen. Und auch den Gedanken, dass diese blühende Jugend einem einzigen bestimmt gewesen sei, der sie begehrt und verachtet habe. Auch diese letzte, schwerste Prüfung fand keinen Groll mehr bei ihr. Wehmütig löschte sie das Licht und sehnte sich nur mehr nach dem leisen Glück milder Träume. Diese wenigen Wochen umgrenzten das Leben der Erika Ewald. In ihnen lag alles beschlossen, was sie erlebte, und die vielen späteren Tage gingen an ihr vorüber, gleichgültig wie Fremde. Ihr Vater starb, die Schwester heiratete einen Beamten, Verwandte und Freunde trugen Glück und Unglück, nur in ihre einsamen Stunden ließ sie das Schicksal nicht mehr ein. Ihr konnte das Leben nichts mehr anhaben mit seiner stürmischen Gewalt. Die tiefe Wahrheit war ihr bewusst geworden, dass der große, heilige Friede, um den sie gerungen, nicht anders errungen wird als durch einen tiefen, läuternden Schmerz, dass es kein Glück gebe für den, der nicht den Weg der Leiden gegangen ist. Aber diese Weisheit, die sie dem Leben abgerungen, blieb nicht kalt und unfruchtbar. Die Fähigkeit zur spendenden Liebe, die einst ihr Wesen in heißen Konvulsionen erschüttert, zog sie nun zu den Kindern hin, die sie Musik lehrte und denen sie vom Schicksal und seinen Tücken erzählte, wie von einem Menschen, von dem man sich hüten muss. Und so gingen ihre Monate Tag für Tag dahin. Und wenn der Frühling ins Land kam und warmer, segnender Sommer,
dann überströmten auch ihre Abende von inniger Schönheit. Sie saß dann am Klavier beim offenen Fenster, von außen zitterte ein feiner, würziger Duft herein, wie ihn der erste Frühling bringt, und das Brausen der Großstadt war fern wie ein Meer, das seine stürmischen Fluten gegen die weißen Gestade wirft. Im Zimmer trällerte der Kanarienvogel die lustigsten Läufe, und draußen vom Gang hörte man die Knaben des Nachbarn mit ihren tollen, übermütigen Spielen. Wenn sie aber zu spielen begann, dann wurde es draußen still, leise, ganz leise, ging dann die Tür auf, und ein Knabenkopf nach dem anderen schob sich herein, um andächtig zu horchen, und Erika fand wehmütige Melodien mit ihren weißen, schmalen Fingern, die immer heller und durchleuchtender zu werden schienen, dazwischen leise Fantasien, bei denen verhallte Erinnerungen anklangen. Und einmal, als sie so spielte, kam ihr ein Motiv, dessen sie sich nicht entsinnen konnte, und sie spielte es immer wieder, bis sie es jählings erkannte. Das Volkslied, die wehmütige Liebesweise, mit der er sein Liebeslied begonnen. Da ließ sie die Finger sinken und träumte wieder von der Vergangenheit. Ganz ohne Groll und Neid waren ihre Gedanken. Wer weiß, ob es nicht das Beste gewesen, dass sie sich damals nicht gefunden. Und ob sie sich vertragen? Wer kann es wissen? Aber sie schämte sich beinahe des Gedankens. Ein Kind hätte sie gerne von ihm gehabt, ein schönes, goldlockiges Kind, das sie hätte wiegen und warten können, wenn sie allein war, ganz einsam war. Sie lächelte. Was für dumme Träumereien das doch waren! Und tastend suchten ihre Finger wieder das vergessene Liebesmotiv. Stefan Zweig wurde am 28. November 1881 in Wien geboren und starb am 23. Februar 1942 in Petropolis, Brasilien. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig kam aus großbürgerlich-jüdischer Familie. Er studierte in Wien und Berlin Philosophie, Germanistik und Romanistik. 1904 promovierte er zum Dr. Phil. Nach der Promotion bereiste er Europa, Amerika, Afrika und Indien. Während des Ersten Weltkriegs war er zuerst propagandistisch im Wiener Kriegsarchiv, dann in offiziösen Missionen in der Schweiz tätig. Er engagierte sich zusammen mit Roland Rollin für den Frieden. Nach Kriegsende lebte er bis 1933 mit seiner Frau Friederike in Salzburg. Von ihr löste er sich im Zuge einer Übersiedlung nach England. 1941 zog er weiter nach Brasilien, nach Petrópolis im Bundesstaat Rio de Janeiro. Unter Depressionen leidend nahm er sich dort gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lotte das Leben.